Hallo und herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass, 26. Spieltag und Schockstarre auf Schalke. Er sollte der neue starke Mann werden als Sportvorstand. Ralf Rangnick. Gestern kam dann plötzlich seine Absage und die sei endgültig. Auf Schalker Seite hofft man aber immer noch, dass man sich einigen kann und auf ein weiteres Gespräch. Das Chaos in Gelsenkirchen geht also weiter, nicht nur sportlich. Durchatmen für diesen Mann. Gestern endlich mal ein Sieg wieder für Marco Rose und Borussia Mönchengladbach. Sonst würde es wahrscheinlich eng geworden sein. Ähnliches gilt für sein Pendant beim 1. FC Köln. Für Markus Gisdol hat er immer das Gefühl, wenn es um die Wurst geht, dann punktet er. Gestern sogar ein Sieg möglich gegen Borussia Dortmund. Tja, und was soll man zu denen noch sagen? Wahnsinn, die Dominanz der Bayern, allen voran der Weltfußballer. Robert Lewandowski gestern mit einem Dreierpack, 80 Minuten zu 10 gespielt, völlig egal. Der Zoff zwischen dem Trainer und dem Sportdirektor, auch wurscht. Man hat das Gefühl, die Mannschaft wird dadurch nur noch immer stärker. Ein Team gibt es noch in der Liga. Die könnten die Bayern ärgern. Und das ist RB Leipzig nach der Länderspielpause. Das große Spiel dann, RB gegen die Bayern. Deswegen freue ich mich, dass der Geschäftsführer heute da ist. Oliver Minzlaff. Oliver, hast du gestern eigentlich mal kurz gehofft, nach der roten Karte für Davis, dass die Bayern vielleicht Punkte liegen lassen könnten? Ja, zumindest hat man gedacht, okay, mit 10 Mann kann es ein bisschen schwieriger werden. Aber das ist halt die Klasse des FC Bayern. Und daher wird es dann noch ein heißer Ritt. Noch eine Frage zu den viel wichtigeren Dingen des Lebens. Du bist zum zweiten Mal Vater geworden, vor 3 Wochen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist ja, wie gesagt, Länderspielpause. Hast du ja viel Zeit, ne? Stehst du dann nachts auf? Wechselst du Windeln? Wie sieht's aus? So sieht's aus, genau. Das in der Reihenfolge, oder was? In der Reihenfolge. Also vielen Dank, dass du heute extra da bist. Er hat Premiere, er ist der Sportchef der Sächsischen Zeitung. Tino Meyer. Hallo, Tino. Guten Morgen. Und gern gesehener Gast bei uns. Ich glaube, fast Stammgast kann man sagen. Ne? Freier Journalist Oliver Trust. Das habe ich schon just gesagt. Guck mal. Fall ich ins Englische. Hallo. Und unsere beiden Sport-1-Experte natürlich. Alfred Draxler. Alfred, nur ein 0:3. Es geht aufwärts bei Schalke, ne? Ja. Jetzt mal 0:4, jetzt 0:3. Aufwärts, ja. Und natürlich auch Stefan Effenberg ist wieder da. Hallo, Stefan. Grüße. Ja, ganz herzlich. Und auch das ist immer ein Ritual bei uns, jeden Sonntag, kleine Erfrischung, das Ganze alkoholfrei. Und damit begrüße ich wie immer auch ganz herzlich Laura. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wunderbar. Ach ja, komm. Ja. Aber mir ist aufgefallen, Alfred Draxler trägt lila Socken heute, keine blauen mehr. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Liebe zur Schalke 04, aber vielleicht können wir das später noch ein bisschen klären. Wir schauen erstmal nach ganz oben in der Tabelle. Da geht es eben, wie Thomas schon gesagt hat, eng zur Sache. 4 Punkte zwischen den Bayern und RB Leipzig. Und unsere Frage der Woche dreht sich auch genau um dieses Thema. Wen wünschen Sie sich denn als deutschen Meister? Sollen es wieder die Bayern machen oder vielleicht mal wer Neues schaffen mit RB Leipzig? Klicken Sie sich rein unter sport1.de. Da können Sie wie immer abstimmen. Aktuell muss man sagen, recht deutlich das Ergebnis. 75% sagen, die Bayern sollen es machen. Ich gehe ein bisschen hoch. Dann kann man auch noch natürlich sagen, ein anderer Verein kann es ja theoretisch auch noch werden. Aber wobei das ja die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist. Also wie gesagt, mitmachen, abstimmen, anrufen 01379 011 011, wie immer die Telefonnummer. Und diesmal lohnt es sich, doppelt anzurufen. Sie haben nämlich die Möglichkeit auf dieses wunderbare Doppelpassbuch. 3-mal verlosen wir das unter allen Anrufern, passend zu Ostern. Ne? Also ins Osterkörbchen kann dieses Buch wandern. Also mitmachen lohnt sich. Ja, wunderbar, Laura. Vielen Dank. Also Bayern München gibt sich keine Blöße und nichts scheint die Münchner im Moment aus der Ruhe bringen zu können. Nicht einmal RB Leipzig, die ja vorgelegt haben am Freitagabend in Bielefeld. Nicht das Fehlen von Joshua Kimmich und auch nicht die frühe rote Karte gestern gegen den VfB Stuttgart. Egal, was passiert, die Bayern agieren mit einer gnadenlosen Effizienz. Es ist angerichtet beim FC Bayern, allen störenden Nebengeräuschen zum Trotz. Und selbst 80 Minuten in Unterzahl ändern nichts an der Gesamtsituation. Wenn der Meister 5 Minuten ernst macht, ist das Spiel entschieden. Bayern München wirkt wieder völlig unangreifbar. Im Winter war man spielerisch kurzzeitig aus dem Takt gekommen, doch plötzlich keine Anzeichen mehr von Überspieltheit, obwohl seit August Terminstress total herrscht. Jetzt, da die Wochen der Wahrheit nahen, entwickeln die Münchner ihren traditionellen Titelhunger. Frühlingszeit ist Bayernzeit. Und da bekanntlich Titel nur mit stabilen Defensiven errungen werden, spielen sie jetzt plötzlich auch wieder zu Null. Und zum Schluss noch ein paar Zahlen, die der Konkurrenz Angst machen könnten.
500 Tage Flick bedeuten 40 Siege in 50 Ligaspielen. 35 Saisontore sind jetzt schon Lewandowskis persönlicher Bestwert. Und 78 Tore nach 26 Spielen bedeuten Allzeitrekord in der Bundesliga. Wir meinen, Bayern ist voll auf Titelverteidigungskurs. Und zwar national und international. Stefan, wenn Sie so weiterspielen, verteidigen Sie beide Titel? Ja, gestern war es natürlich wirklich spektakulär. Sie geben immer die Antworten dann zum richtigen Zeitpunkt, wie Sie sich präsentieren. Natürlich haben Sie vorne die individuelle Klasse, das haben Sie gestern gezeigt. Ja, der Weg zur deutschen Meisterschaft geht natürlich nur über den FC Bayern, ist ja klar. Du nix? Das ist gar kein Geheimnis, ne? Du, das ist kein Geheimnis und das sehen wir genau. Ja, fast. Das Richtige. Keine Breaking News. Wofür soll er zahlen? Oder ich? Finde ich auch. Weg zur Meisterschaft geht nur bei Bayern. Ja. Fängt ja gut an, ja, ne? Also. Was? Nein, gut. Alfred, warum sind die Bayern denn jetzt wieder so dominant? So, sie wirken auch sehr frisch, finde ich, im Moment. Ne? Naja, es hat ja grade, war ja gerade eingeblendet, früher ist Bayernzeit, das stimmt. Und man hat ja früher immer so, dort häufiger mal gesagt. Und im Herbst ist immer die Depression dann, oder? Ein bisschen, wie? Aber dauert nur ein paar Wochen. So. Und man hat ja immer so aus Scherz gesagt, die Bayern sollten, damit Gleichberechtigung da ist, mal mit 9 Feldspielern anfangen oder mit 8. Man hat gestern gesehen, dass selbst das nichts nutzen würde. Bayern würden wahrscheinlich trotzdem deutscher Meister werden. Deswegen gleich zur Frage des Tages zu kommen. Ich habe höchste Sympathien für Bayern, aber ich glaube, für die Bundesliga wäre es ganz gut, wenn das hier mal zumindest unterbrochen oder aufhören würde. Oliver, wo ist denn die Müdigkeit hin? Die gab es ja mal jetzt. Naja, ich meine, die haben schon lange gespielt, letzte Saison mit Champions League bis tief in den August rein. Ich nehme an, dass sie jetzt einfach dieses Tief überwunden haben. Und jetzt merkt man, was in dieser Mannschaft steckt. Vor allen Dingen, wenn sie dann eine rote Karte kassieren und mit 10 Mann spielen, denkst du, die haben plötzlich 80 PS mehr. Was glaubst du? Na, prinzipiell sage ich auch, der Titel ist die Gründe nur über Bayern. Ja. Aber wir müssen natürlich auch jetzt nicht so tun, als dass sie gestern Stuttgart an die Wand gespielt hätten. Wenn man sich die ersten Minuten anguckt, hatte Stuttgart auch die eine oder andere Chance. Und dann kommt natürlich die rote Karte, die dann eher wie... Wobei, das haben ja viele Mannschaften in den Spielen immer gehabt. Schon mal ein paar Torchancen, auch gegen die Bayern. Dann nutzen die nicht. Und dann kommen die Bayern. Stuttgart ein dankbarer Gegner, eine junge Mannschaft, die offensiv mitgespielt hat, die dann ihre Chance nicht macht. Und dann gehen die Bayern in Führung und dann spielen sie es natürlich klasse, souverän runter. Das ist dann der Unterschied eben auch, ne? Woher nehmen die mentale Stärke, Oliver? Was sie einfach gewohnt sind immer? Unter diesem zu spielen? Es ist jetzt ja nicht verwunderlich, dass Bayern da steht, wo sie stehen. Es ist eine Weltklasse-Mannschaft, und die natürlich jetzt auch schon länger zusammengewachsen ist, so wie sie ist. Hansi macht einen überragenden Job, seit er übernommen hat. Und ja, das ist eine Einheit, die dann halt aber auch immer diese Mentalität hat. Ne? Oft wird ja immer diskutiert, wenn dann Bayern in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch das Siegtor macht, ne? So der Bayern-Dusel, da wird immer von gesprochen. Ich sage, das ist kein Bayern-Dusel, sondern das hat man sich dann erarbeitet. Das ist dann der Wille, dann wirklich dann auch noch ein Spiel zu drehen oder ein Spiel zu gewinnen. Und in der Mannschaft steckt ganz, ganz viel Mentalität und Überzeugung, ein guter Trainer, klares Konzept und natürlich Weltklasse-Spieler. Und daher spielen sie dann halt auch mal mit 10 Mann so ein Spiel wie gestern. Ihr habt ja fast die gleiche Belastung. Ne, bis auf die Klub-WM, wenn man die vielleicht mal weglässt und das Finale in der Champions League. War bei euch mal der Punkt, wo du das Gefühl hattest, jetzt sind wir aber relativ müde auch und jetzt geht es vielleicht viel, viel schwerer als sonst? Also fand ich nicht, dass die Mannschaft jemals müde... Man merkt es nicht so. Wir haben es nicht so gemerkt. Wir haben natürlich eine extrem kurze Pause gehabt, also alle die international gespielt haben und Bayern logischerweise am kürzesten. Ich finde, dass das bei uns gut geklappt hat. Wir haben natürlich einen sehr, sehr breiten Kader und auch einen Kader, der natürlich auch in der Qualität sehr breit ist. Das ist ja nicht A11 und B11, sondern ich finde, wir haben nur eine A11 eigentlich oder 22, 23 Feldspieler, die eigentlich alle spielen können. Deswegen hat Julian da natürlich auch die Möglichkeit, auch ein Stück weit mehr zu rotieren, was er ja auch tut. Okay, ihr rotiert viel. Die Bayern rotieren gar nicht so viel, Stefan, eigentlich. Ne? Nee, Hansi Flick macht es eigentlich nur, habe ich so das Gefühl, ja, nicht aus der Not raus, vielleicht die falsche Formulierung, aber wenn einer verletzt ist oder... Ja, das ist ja die hohe... Also, warum sie jetzt wieder so bei 100% sind, das ist ja die hohe Kunst der Trainingssteuerung. Und das beherrscht Hansi Flick perfekt.
Dazu kommt, dass sie eben im DFB-Pokal nicht mehr dabei sind, obwohl sie natürlich gerne noch dabei wären. Das kommt ihnen natürlich auch zugute in einer Phase der Saison, die jetzt entscheidend ist. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Und dann muss ich sagen, schlichtweg einfach die Qualität, die da im Kader ist. Also nicht nur von 1 bis 11, sondern auch die hinten dran sind. Auch aber Spieler, man hat das Gefühl, das sind nur 15, 16 Spieler, habe ich immer so den Eindruck. Ja, aber auch oder? Ein Choupo-Moting, wo man dann sagt, so, was ist das für ein Einkauf? Ja, ich glaube, wenn er gebraucht wird, dann ist auch er da. Und das ist halt der FC Bayern. Und immer in der Phase der Saison, in der wir uns jetzt gerade befinden, wo es wirklich drauf ankommt, funktionieren sie. Und das spricht für Hansi Flick, das spricht für die Jungs. Sie wissen, dass sie jetzt bei 100% sein müssen und es halten müssen, um die Erfolge eben zu wiederholen. Champions League vielleicht verteidigen, beziehungsweise Meisterschaft. Und wir müssen dann natürlich auch in dem Zusammenhang über Robert Lewandowski sprechen. Ich meine, er ist schon der, hat er gestern wieder bewiesen, denke ich mal, beste Mittelstürmer der Welt im Moment. Und in den letzten Jahren, was mir auch imponiert an ihm, das hat sicherlich auch was mit Training zu tun und mit eigener Einstellung. Er ist ja auch nie verletzt, nie länger verletzt. Er ist immer da, bringt immer seine Leistung. Gestern, glaube ich, einen mit rechts, einen mit links, einen im Kopf. Also in jeder Du kannst ihn aber auch kaum faulen, habe ich immer den Eindruck. Weißt du, was ich meine? Weil er einfach gedanklich so schnell ist und einfach auch die Intuition hat. Ne? Ja, also er ist auch wirklich, also ich hätte nicht gedacht, dass der Gerd-Müller-Rekord mit 40 Treffern in einer Saison zu knacken ist. Niemals hätte ich das gedacht. Aber man darf hier eins nicht vergessen. Also, na klar, Lewandowski überstrahlt alle. Aber die Jungs, die er um sich herum hat in der Offensive mit Sané, der sich immer besser entwickelt, Gnabry, mit dem Tempo und natürlich Thomas Müller. Also ich denke, wenn du die um dich herum hast, dann ist das Ergebnis eben genau das, was Lewandowski Woche für Woche zeigt und bringt. Ne? Und also er hat sich ja auch in seinem Spiel ein bisschen gewandelt. Ne? Wo er früher vielleicht der einsame Torjäger war, der nur versucht hat, Tore zu machen, ist er jetzt seit einiger Zeit viel mehr in das Bayern-Spiel eingebunden. Holt Bälle, lässt den Ball prallen und ist viel mehr beteiligt, als er früher war. Und wenn man sich überlegt, oder davon hat er einfach wahnsinnig profitiert auch er selber. Er arbeitet für die Mannschaft einfach. Ja, jetzt absolut. Auch, er ist Teamplayer geworden zum Großteil. Und das, aber es geht heutzutage auch nicht mehr anders, wenn man ganz oben sein will, oder Oliver? Nee, absolut. Müssen alle mitmachen, ne? Oder? Klar, also ich meine, eine Mannschaft ist dann nur erfolgreich, wenn sie als Kollektiv dann auch so arbeitet. Und Lewandowski ist natürlich ein Weltklasse-Spieler, zweifelsohne, aber nur Lewandowski alleine, dann würde das auch nicht funktionieren, sondern das funktioniert, weil der FC Bayern halt auch als Mannschaft auftritt. Und das ist das, was ich ja eben gesagt habe, die Mentalität, die dann halt auch bis zum Abpfiff dann durchgezogen wird. Schauen wir mal ins Spiel rein. Alfred, gestern die rote Karte. Ja, absolut berechtigt. Und ich habe auch. Da ist der Videobeweis mal wieder dann tätig geworden. Aber ich denke auch zu Recht. Ne? Absolut zu Recht. Und da gibt es keine zwei Meinungen. Aber ich muss auch zugeben, in der normalen Geschwindigkeit habe ich auch erst das nicht so brutal gesehen. Erst die Zeitlupe hat es dann deutlich hier jetzt ganz Zeitlupe sieht aber auch immer schlimmer aus, ne? Ja. Findest du nicht? Mhm. Aber gut, er geht natürlich so. Er springt so ein bisschen innen rein, Stefan. Ja, offene Sohle. Macht noch diesen Zwischensprung dazu. Ja, das ist völlig richtig. Rote Karte, alles gut. Er hat ja auch nicht diskutiert. Das ist ja immer ein gutes Zeichen auch, oder? Dass das Spiel auch keiner weiß. Groß ja, diskutiert genau, oder reklamiert. Ne? War schon klar. Ja, er war vielleicht erstmal froh, dass er. Erstmal hat er die gelbe bekommen, weißt du? Deswegen vielleicht war er ja ganz beruhigt. So, und das war eigentlich für den VfB Stuttgart nicht so gut. Kann man das so sagen? Ja, ne? Das kann man so sagen. Es ist was eingetreten, womit die meisten wahrscheinlich nicht gerechnet haben, dass der VfB wesentlich mehr Schwierigkeiten hatte als die Bayern nach der roten Karte. Stefan, dieses Phänomen haben wir ja auch erlebt, ne? Dass man mit einem Mann weniger plötzlich, man macht natürlich automatisch mehr und der Gegner denkt vielleicht, jetzt wird es ja nicht so schwierig oder jetzt verlassen wir uns mal ja, schwierig mehr aufeinander. Ja, ist es ja pauschal gegen Bayern München, ob du gegen 11 spielst, 10 oder wahrscheinlich auch gegen 9. Sie haben den taktisch ein bisschen was verändert, aber im Endeffekt haben sie dann auch diese individuelle Klasse einfach, auch im 1 gegen 1. Ne? Wir sehen ja nachher noch die Tore. Schau mal hier das 1-0. Genau, ne? Da Gnabry geht mit Speed rein und da ist halt auch ein Instinkt von Lewandowski eben, diesen halben Schritt vorher da zu sein. Das ist halt dann Fußball wirklich in Perfektion, den sie da gespielt haben in der Phase. Ne? Mal sagen. Übrigens, Gnabry hat erst die Ecke geschossen, ne, glaube ich, und dann hat Stuttgart die Seite einfach nicht zugemacht. Das 2-0 dann ging ja Schlag auf Schlag. 5 Minuten später.
Stefan, auch hier der VfB erstmal im Ballbesitz, ne? Ja, jetzt haben sie eigentlich das ganze Spiel offen. Das ist natürlich ein Scheißfehler. Ja. Verlieren den Ball, aber du siehst direkt bei Bayern München auch in Unterzahl, ja, sofort ins Tempo rein. Rücken gut hinten raus, auch in Unterzahl, wie gesagt. Und das ist einfach Fußball, da schwärmt sogar ich. Wieso? Sogar du? Ja, ich habe ja die Bälle auch mal so gespielt. Also, aber das ist auch Müller hier, ja. Also er spielt den kurz rein, ist aber direkt wieder anspielbar. Steckt ihn nochmal durch. Ich meine, schönere Tore gibt es nicht. Ja, das ist Fußball wirklich vom Allerfeinsten. Der Rückraum ist blank. Wo denn keiner steht bei Gnabry, den machen sie nicht zu. Ja, und dann ist es relativ einfach, den Ball dann zu versenken. Aber die Vorbereitung ist wirklich extra klasse. Oder wie sagt man so schön, nicht zu verteidigen? Oder? Naja, das würde ich jetzt nicht sagen, dass es nicht zu verteidigen ist. Der VfB hat das, was man einen rabenschwarzen Tag nennt, natürlich. Aber das wird jetzt in Stuttgart keine Depression auslösen. Weil diese junge Mannschaft nach dem Aufstieg im ersten Jahr hat im Grunde ihr Saisonziel erreicht. Klar haben sich manche vielleicht gewünscht, vorgestellt, dass sie wie im Hinspiel die Bayern ein bisschen mehr ärgern. Aber das war ja nicht der Fall. Im Mittelfeld gab es eine wichtige Änderung. Da hat dann ein 18-Jähriger gespielt und ja, die Lücken waren groß in allen Mannschaftsteilen. Selbst Anton hinten in der zentralen Verteidigung hat an diesem Tag schlecht ausgesehen. Das ist sonst ein sehr verlässlicher und kompromissloser Verteidiger. Aber da war die Ehrfurcht dann am Ende vielleicht doch zu groß. Da hören wir mal, was der Stuttgarter Trainer nach dem Spiel gesagt hat. Das Gefühl ist entstanden, das Spiel gewinnen zu müssen oder eher das Gefühl, dass das Spiel von alleine läuft, egal welches Szenario. Beides ist nicht gut, weil wir ein paar Prozent weniger gemacht haben und gegen Bayern München sieht man, dass die in der Lage sind, eine Mannschaft auch zu bestrafen. Dreifach innerhalb von 5 Minuten, wenn man ein paar Prozent weniger macht. Also im Prinzip, ne, Stefan, sagt er das ja, ne? Wir haben da ein bisschen nachgelassen. Ja, sollte eigentlich nicht sein. Aber wenn die Bayern kommen mit dem Tempo, was sie eigentlich einfach haben in der Offensive, dann staunst du nur und schaust nur zu. Das geht dem zu schnell. So wie beim 3:0. Tor Nummer 34 war es, glaube ich, für Robert Lewandowski. Auch hier... Stefan, der VfB, und dann machst du so einen Hackentrick. Dann. Ja, genau. Genau wie das Tor davor, ja, im Mittelfeld zentral den Ball leicht verloren. Jetzt kommen sie wieder mit dem Speed. Und diese Vorlage, das ist einfach... Weltklasse. Ja. Obwohl da zwei Stuttgarter da ja, aber auch diese Flanke. In der Nähe sind. Die Flanke ist natürlich schon... Ja, war eigentlich das halbe Tor. Und ich staune. Am Ende waren es ja keine rabenschwarzen 90 Minuten. Es waren ja eigentlich rabenschwarze 10 Minuten, 15 Minuten und dann war das Spiel durch. 3:0. Ja, gut. So ist es im Fußball. Bitte? So ist es im Fußball. Jetzt musst du aber wirklich mal zahlen. So ist es im Fußball. Also komm. Ja, tut mir leid. Ich habe gesagt, das muss letzte Woche haben wir nicht einbezahlt. Das muss dir nicht leid tun. Ich bezahle gerne. Du holst dir eh nachher wieder von mir, ich weiß, ja. Ja, so, schauen wir noch aufs letzte Tor in der ersten Halbzeit. In der zweiten gab es dann keins mehr. Stefan, du darfst noch mal. Ja, das ist einfach die, aber das ist haben wir vorhin gesagt, individuelle Klasse. Er zieht 3 auf sich. Ja, und dann macht das halt Peng. Das ist halt, wenn sie Tempo aufnehmen mit dem Ball über die Außen und dann musst du ja Lewandowski in der Mitte ja auch noch verteidigen, in der Regel mit 2 oder 3 Leuten, dann ist das einfach zu viel und zu gut. Das kann man dann auch nicht verteidigen. Aber Sané kann ja relativ unbehelligt durchlaufen, oder? Sehe ich das falsch? Er hat natürlich Tempo, ist es klar, aber das sind ja, aber da stand es jetzt schon 3:0, also... Das war aber erst die Fehler haben sie eigentlich die Fehler haben sie gemacht beim 2-0, 3-0, finde ich, wo sie wirklich im Zentrum den Ball sehr einfach verlieren und dann in den Konter laufen und sich die Tore fangen. Also das würde ich jetzt nicht so als Fehler sehen beim 4-0. Da müsst ihr aufpassen, ne? Dürft ihr den Ball nicht verlieren. Generell wollt ihr den natürlich nicht verlieren wahrscheinlich, ne? Ja,
Ja, die machen es halt, Stefan hat es ja erklärt, die machen es hervorragend und haben halt einfach diese hohe Qualität. Und deswegen stehen sie auch da, wo sie gerade stehen. Und deswegen wird das natürlich ein schweres Spiel. Mhm. Aber das war es auch schon im Hinspiel. Sowieso, ne? Da haben wir es, nein, aber ausgesehen. Ja. Da haben wir gar nicht so schlecht ausgesehen und hätten mit ein bisschen Glück dann auch 3 Punkte mitnehmen können. Gleich machen wir weiter. Wollen natürlich noch sprechen über den vermeintlichen Zoff zwischen dem Trainer und dem Sportdirektor. Hier nochmal das Zitat von Hansi Flick in Richtung Hasan Salihamidžić. Jetzt halt einfach mal das Maul. Inzwischen gab es eine Entschuldigung und eine Aussprache, ob der Burgfrieden hält. Das gleich bei uns. Und auf Schalke ist ja immer was los. Der erste Aufsichtsrat ist gerade zurückgetreten. Wir machen gleich weiter. Kurze Pause. Wir sind wieder zurück beim Check 24 Doppelpass und ich gehe mal rüber zu Laura. Es gibt was Schönes Neues, ne? Es gibt was Schönes Neues von den Bayern und von Sport 1, um genau zu sein. Es gibt nämlich einen schönen neuen Podcast, der sich eben rund um den deutschen Rekordmeister dreht. Das Ganze heißt dann Meine Bayernwoche mit unserem Chefreporter, mit Florian Plettenberg und Jana Woznitzer. Da geht es eben um alle wichtigen Themen, die den FC Bayern beschäftigen. Und da war natürlich auch ein Thema, wie sollte es anders sein, dieser Streit, so nenne ich es mal, zwischen Hasan Salihamidžić und natürlich dem Trainer Hansi Flick. Da soll ja folgendes oder ist folgendes Zitat gefallen. Jetzt halt endlich mal das Maul, also in Richtung von Hasan Salihamidžić, eben von Hansi Flick. Mittlerweile, muss man aber sagen, gibt es eben auch die Entschuldigung. Auf der Pressekonferenz war das natürlich auch Thema und Hansi Flick hat sich dazu geäußert folgendermaßen. Ich glaube, dass die Situation für uns alle sehr, sehr angespannt war und natürlich für einen Trainer umso mehr. Soll aber keine Entschuldigung für das sein. Und aus der Emotionalität heraus ist mir ein Satz auch rausgerutscht, auf den ich nicht stolz bin, und der mir auch leid getan hat. Und ich habe das Ganze auch so, wir haben uns ausgesprochen, ich denke, damit ist das Ganze gegessen. Wir haben nicht gegessen, sondern vergessen. Leo, ist es wirklich gegessen? Na gut, für diese Saison glaube ich schon. Ich habe schon den Eindruck, dass das so, die ist ja nicht mehr auch so eine Art so eine Art Ordnungsruf war, auch von ganz oben, von den, sagen wir mal, von den Eltern an den Rest der Familie, dass bei den Bayern jetzt im Saisonfinale eben der Erfolg über allem steht und dass sich dem alle unterzuordnen haben. Und das ist bei beiden angekommen, glaube ich. Also ich denke, dass es gar nicht um diesen Spruch letztlich geht. Das ist ja einer, der im Fußball jetzt nicht der Allerschlimmste ist, denke ich mal. Ich glaube, das Problem zwischen den beiden gärt schon viel länger und ist auch viel elementarer. Es scheint darum zu gehen, wer bei der Personalplanung die Hoheit hat. Ist es der Trainer, wie bei vielen Vereinen? Ist es der Sportvorstand? Und da sind die beiden sicher schon mehrmals in die Quere gekommen. Was würdest du denn sagen, wer das normalerweise macht? Also ich finde, ohne den Trainer kann man keine Personalplanung machen. Der Trainer muss es letztlich mit dem Mann arbeiten. Aber das letzte Wort hat der Vorstand, natürlich. Aber der muss sich natürlich nach den Vorstellungen und Wünschen des Trainers richten. Vor allem bei einem Verein wie Bayern München. Und jetzt hat ja Karl-Heinz Rummenigge heute Morgen in der Welt am Sonntag sich dermaßen klar hinter Flick gestellt. Er hat nämlich die Ambitionen des DFB, ihn möglicherweise als Bundestrainer zu nehmen, eine ganz klare Abfuhr erteilt, hat gesagt, Flick bleibt hier. Das Basta ist, glaube ich, nicht gefallen, aber so war es gemeint. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn dieser Konflikt weitergeht, dass es in nächster Zeit mal die Diskussion um Salihamidžić gibt, wenn dieser Konflikt gelöst werden soll. Nochmal, ich glaube nicht, dass es sich nur um diesen einen Satz, für den er sich entschuldigt hat, geht. Das Problem sitzt viel, viel tiefer. Mhm. Oliver, wie handhabt ihr das bei euch? Gibt wahrscheinlich keinen Streit, sagst du jetzt, aber es gibt ja mal Diskussionen oder Reibereien, gibt es ja bestimmt. Ne? Ja klar, es gibt viele Diskussionen, die muss es und soll es ja auch geben. Ne? Ja, wenn es um Spielerverpflichtung geht, geht es um viel Geld und das sind hohe Investments, die man tätigt und die sollen natürlich, wenn es geht, dann halt auch passen. Und ich sehe das ähnlich wie Alfred Draxler, dass natürlich kein Spieler verpflichtet werden kann, wenn der Trainer nicht sagt, mit dem kann und will ich arbeiten und den will ich weiterentwickeln. Mhm. Und daher handhaben wir das so, dass wir in einem relativ großen Team das diskutieren, also mit dem Head of Scout, mit dem Sportdirektor, mit dem Trainer,
Finanzabteilung dabei, weil es natürlich dann auch um viel Geld logischerweise bei Transfers immer geht. Dann wird geguckt, was können wir überhaupt machen, wo brauchen wir was, welche Alternativen gibt es. Da gibt es eine Abstimmung? Oder ja, nicht eine Abstimmung, aber da wird dann natürlich diskutiert. Und wir haben mit Julian Nagelsmann halt auch einen Trainer, der nicht der Trainer ist, der sagt, ich will das, das und das und das, sondern der natürlich die Gesamtsituation versteht. Der versteht, okay, das ist die maximale Summe, die wir ausgeben können. Wir müssen uns auf 3 Positionen verstärken. Wir suchen einen Spieler, der grundsätzlich zum Verein auch passt. Wir haben ja klare Leitplanken, dass wir mit jungen, hochtalentierten Spielern arbeiten und jetzt nicht den fertigen 27- oder 28-Jährigen holen. So, und da wird dann diskutiert, kontrovers diskutiert, aber am Ende stehen wir dann halt auf und das passiert sicherlich nicht in einem Meeting, aber irgendwann steht man dann halt auf und dann hat man sich halt festgelegt und gesagt, das ist Option A und wenn das nicht klappt, weil da gehören ja dann auch immer noch ein paar andere Parteien dazu, der abgebende Verein, Berater, klar. Spieler. Aber wer entscheidet schlussendlich? Ja, das ist keine One-Man-Show, das wird gemeinsam entschieden, sodass dann auch alle das Gefühl haben, das passt. So. Und es gab natürlich auch Transfers, auch die wir in jüngster Vergangenheit getätigt haben. Da ist Option A, die war einfach nicht realistisch, weil sie halt zu teuer war. Und dann hat man sich dann halt auf eine Option B geeinigt. So. Und natürlich hätte der Trainer lieber eine Option A gehabt, hat aber Verständnis gehabt und gesagt, okay, wenn es nicht geht, dann lasst uns dann halt diesen Weg einschlagen. Aber klar, wir holen den Trainer immer ab, weil ansonsten hast du natürlich nachher Geld investiert und hast einen Spieler, den der Trainer nicht wirklich sieht. Und wenn er dann noch jung ist und entwickelt werden muss und integriert werden muss, dann funktioniert das nicht. Das ist logisch, ja. Erstmal muss man sagen, Hansi Flick hat sich entschuldigt, ne? Ja. Das ist schon mal eine. Ja. Respekt. So ist er halt, finde ich. Ne? Das ja, spricht wieder absolut. Für ihn. Also, ich meine, diesen Spruch, den hat Bratzo ja von mir in der laufenden Karriere auch des Öfteren mal gehört. Hast du dich entschuldigt auch? Ich entschuldige mich jetzt dafür. Besser spät als nie. Ich war mit in dem Bus, Alfred, wenn es genau ist. Nein, grundsätzlich ist ja ganz wichtig und entscheidend, dass du den Trainer mit einbeziehst, wenn es um Spieler geht. Ja, also diese Meinung zu hören ist ja schon sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, der Alfred, ich sag's nicht gerne, aber du hast wirklich recht, indem du sagst, Rummenigge stellt sich klar und eindeutig zu 100% hinter Flick. Und damit wird er unantastbar. Und damit ist das Thema jetzt auch erledigt und beendet, finde ich. Flick hat sich entschuldigt. Was soll er noch mehr machen? Dass diskutiert wird, gehört dazu. Vielleicht auch mal hitzig. Wir kennen Bratzo, ja, mit seinem Temperament auch. Aber über allem steht der Erfolg des FC Bayern München und nicht solche Geschichte, wenn mal irgendjemand mal irgendeinen Spruch daraus rutscht. Also ich sehe das gar nicht so. Warum sagt Hassan dann nichts dazu, zu dem ganzen Thema? Warum ist er so ruhig? Ja, da musst du ihn fragen. Also da kannst du mich jetzt nicht fragen. Du kennst ihn doch am besten von uns, haben wir gerade festgestellt. Aber es gibt ja zwei Dinge, die hier entscheidend sind. Punkt 1, Flick hat sich entschuldigt. Und Punkt 2, Rummenigge stellt sich zu 100% hinter Flick. Aber das sieht doch für Hassan da nicht gut aus, oder? Das sieht vielleicht nicht perfekt aus, das ist richtig. Naja, ich meine, wie gesagt, Flick hat sich entschuldigt und dann muss es ja auch mal gut sein, sonst geht das ganze Ding ja weiter bis zum Champions-League-Finale oder noch länger. Und deshalb muss er ja eigentlich auch nicht mehr viel dazu sagen. Aber Alfred Draxler hat es doch gesagt, es ist doch dann vielleicht doch nur die Spitze des Eisbergs, die jetzt mal an die Öffentlichkeit drang. Da treffen doch zwei Typen aufeinander, die offenbar ganz anders und gegensätzlich gepolt sind. Wir hatten gerade den Vergleich zu RB. Ich meine, da ist ein Markus Krösche als Sportchef, Manager, Sportdirektor. Das ist natürlich ein ganz anderer Typ als Hasan Salimic Bratzo. Wir bleiben kurz bei Bratzo. Von daher, und da sind noch die Fallhöhen ganz anders. Auf den FC Bayern wird doch schon noch anders geblickt, das weiß der Bratzo auch, als auf RB Leipzig. Von da ist das so ein da in Leipzig doch noch ein schönes Biotop, wo man was entwickeln kann. Und das wissen die Leipziger auch. Im Vergleich zu Bayern, wo ein permanenter Druck da ist, ein medialer Druck da ist, der eben bei RB so nicht ist. Mhm. Oliver, welche Rolle spielen denn die anderen in der Verantwortung beim FC Bayern? Also Karl-Heinz Rummenigge haben wir gerade gehört, ne? Stärkt Hansi Flick den Rücken. Naja, ich meine, da findet ja ein Generationswechsel in gewisser Weise statt. Karl-Heinz Rummenigge wird bald aufhören, der Oliver Kahn folgt. Das sind viele Dinge, die sich dann da verschieben. Und wo jeder vielleicht auch noch mal ein bisschen, in Anführungszeichen, sein eigenes Süppchen kocht oder versucht,
ja, Karl-Heinz Rummenigge, das hatte ja auch dann erreicht, hat einen sehr erfolgreichen Abschluss, wenn er dort aufhört. Uli Hoeneß ist vielleicht im Hintergrund. Und dann ist eben auch im Verein sind da Dinge, die sich da bewegen. Der Oliver Kahn sucht seine Rolle. Das sind alles Sachen, die dann so ineinander greifen müssen. Und jetzt hat man eben den Eindruck, dass jetzt mal von allen so dieser Ordnungsruf kam, damit ist jetzt Schluss. Wir spielen die Saison zu Ende so erfolgreich wie möglich und dann wird das, und dann ist Oliver Kahn da. Wir haben noch eine Aussage von Joshua Kimmich. Die wollen wir uns auch noch mal anschauen. Also, es wäre schöner bei dem Erfolg, wenn Ruhe einkehrt und von intern nicht Zündstoff nach außen getragen wird. Alfred? Das ist aus interner Sicht ja immer der Standardsatz und auch richtig. Auch von den Spielern? Bitte? Ja, auch von den Spielern. Soll nichts nach außen getragen werden und dann, sie haben doch einige Leute Interesse, dass es nach außen getragen wird. Also das ist ein Standardsatz. Ich glaube, dass die Mannschaft da auch, ehrlich gesagt, nicht so sehr von betroffen ist. Aber normal ist es ja umgekehrt, oder? Eigentlich, ne? Oder nicht? Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft da sehr von betroffen ist. Ich will nur noch mal sagen, bei Bayern München ist der Trainer natürlich schon derjenige, der letztlich, ist ja nicht Schalke 04, wo 5 Trainer in einer Saison sind. Bei Bayern München ist es halt ein Trainer, der wirklich über Jahre etwas aufbaut, das Sagen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Bayern ein Spieler verpflichtet wurde, ohne dass Pep Guardiola seinen Segen dazu gegeben hat. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und zwischen Brazzo und Hansi Flick scheint es da eben die Reibungen zu geben. Und das wird da gerade ausgetragen. Okay. Das heißt ja sogar, dass Flick die Brazzo-Spieler nicht aufstellt. Also da höre ich so raus, Spieler, die verpflichtet wurden, die er aber nicht hundertprozentig wollte. Also da scheint es wirklich mal auf der Klärung rauslaufen müssen. Das kann ich mir aber kaum vorstellen, ne? Dass Hansi Flick wirklich danach geht, oder? Ich glaube auch, dass es bei ihm darum geht, dass er mit der besten Mannschaft spielen darf. Ja. Und das ist einfach, das war gestern im Mittelfeld Alaba und nicht Rocker. Deshalb weiß ich nicht, ob die Diskussion nicht ein bisschen... Aber Rock heißt ein Salihamidzic, man sagt man. Ja, das mag ja sein, aber ich glaube nicht, dass das der Grund war dafür, dass Alaba gespielt hat. Und er nein, nicht. Nein. Das sondern da, ja da ging es um gut, Qualität. Bei Hernandez könnte man sich vielleicht mal fragen, warum er nicht wirklich in die... Hernandez, warum er nicht in die Gänge kommt. Gestern gibt es die rote Karte. Da hätte man ihn sicherlich auch nach 4-0 mal bringen können, finde ich, an der Stelle, weil... Gegen euch fehlen Boateng und Davis jetzt auf jeden Fall, ne, schon mal. Also da muss ja irgendwie auch mal ans Spielen kommen, oder Stefan? Sehe ich das falsch? Ich meine, hat Thomas Müller teilweise auf der 6 gespielt, Alaba ist wieder zurückgegangen. Sprich für Flexibilität, kannst du jetzt natürlich wieder sagen. Ja, und ich meine, solange du Erfolg hast und die Spiele gewinnst. Ja, natürlich, aber ne? Solange du Erfolg hast und die Spiele gewinnst, ist das ja kein Diskussionspunkt. Natürlich würde er sich wünschen, dass er mehr spielt. Wahrscheinlich wird er gegen Leipzig spielen. Aber ich weiß ja auch, dass es ein super Junge ist, der mit seiner Rolle zwar unzufrieden ist, aber du kannst dich immer 100% auf ihn verlassen. Und wenn du so einen auch im Kader hast, ist ja auch nicht verkehrt. Aber auch das ist eine Entscheidung, die Hansi Flick zu treffen hat und niemand anders. Wir machen den Deckel darauf erstmal und sprechen nach nur einem Spot weiter über den VfB, die bisher eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen. Gerade noch mal diskutiert, ne? Sprechen wir später noch über das Topspiel, wer alles gesperrt ist, wer spielen darf und nicht. Jetzt, wie gesagt, VfB Stuttgart. Laura. Ja, da gab es 2 Schockmomente. Einmal richtig. Eben, dass man sich 4 Tore da eingehandelt hat. Und dann natürlich noch die Verletzung von Wamangituka in der 35. Minute ist das passiert. Wir können auch gerne noch mal reinschauen. Also beim Hingucken hatte man gefühlt schon Schmerzen auf der Couch im Knie. Also es sah überhaupt nicht gut aus. Und das hat sich mittlerweile, muss man auch sagen, bestätigt. Also auf sport1.de, da können Sie alle wichtigen Infos eben erfahren. Vorderes Kreuzband ist gerissen, heißt also Saison aus für ihn. Und das ist ja auch ein wichtiger Spieler beim VfB zuletzt gewesen. 11 Tore in dieser Saison insgesamt erzielt. Also den werden Sie ordentlich vermissen. Und wenn man so auf den VfB Stuttgart blickt, dann muss man sagen, im Sommer muss ordentlich verkauft werden. Denn Geld ausgeben ist nicht unbedingt angesagt. Nein, es muss eher viel mehr Geld reinkommen. Ein Transferüberschuss würde in der heutigen Zeit Sinn machen, sagt Sven. Wenn Mislintat hat, also da ist nur die Frage, wie viele Spieler muss man tatsächlich am Ende loswerden? Wir haben mal so ein paar Spieler hier mit Preisschild versehen. Also es gibt einige Kandidaten, die eben beim einen oder anderen Bundesligisten oder Verein eben auch im Gespräch sind. Man könnte einige Spieler verkaufen. Wie gesagt, die Frage nur vielleicht auch an Oliver Trust, wie wir gelernt haben. Nein, Trust. wie viel müssen denn am Ende wirklich gehen? Wie viel muss der VfB Stuttgart verkaufen?
das Trust gar nicht so schlecht. Ja. Naja, wie viel die verkaufen müssen, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Das muss am Ende der Herr Mislintat entscheiden, nachdem er mal in die Kasse geschaut hat. Aber das, klar, der VfB hat ohnehin einen großen Kader mit 32 Leuten, glaube ich. Dem Verein stehen einige Dinge ins Haus, die wahrscheinlich Geld kosten. Das sind Arbeitsgerichtsprozesse oder nach Entlassungen, nach zahlreichen. Es wird Neueinstellungen geben müssen und all diese Dinge. Und logischerweise weckt so eine Saison mit solchen Aufstiegen von Spielern natürlich Begehrlichkeiten. Und logischerweise ist damit zu rechnen, dass es Angebote geben wird. Mhm. Und dass der VfB nicht auf Rosen gebettet ist, muss man jetzt zahlen. Du kannst immer gerne zahlen, Geld. Auf Rosen immer gebettet ist, das kann man ja daran ablesen, dass man auch einen KfW-Kredit beantragt hat in Höhe von bis zu 25 Millionen, um über die Runden zu kommen. Also das heißt, das, was Herr Mislintat so schön ausgedrückt hat, Was er nett formuliert hat, das könnte durchaus... Aber da gibt es jetzt auch eine Art Burgfrieden jetzt, ne? Wieder auf einmal. Naja, zwischen dem Präsidenten und Thomas Hitzesberger. Ob von dem so viel zu halten ist, weiß ich nicht. Man hat schon schwer den Eindruck, viele wünschen sich, dass es jetzt endlich vorbei ist bei dieser Geschichte. Aber sieht aber nicht so aus, ne? Das Misstrauen ist groß. Und wenn wir ganz leise sind, dann hören wir vielleicht die eine oder andere Seite buddeln, um noch irgendwas auszugraben, bevor es die Mitgliederversammlung am 18. Juli gibt. Man hört, dass es schon noch große Versuche gibt, einen namhaften Gegenkandidaten für Herrn Vogt zu finden. Bisher sind diese Versuche alle gescheitert und jetzt müssen wir mal abwarten, wie ruhig es bleibt. Oliver, ist eigentlich schade, ne? Ich meine, sportlich machen sie es doch prima, ne? Haben auch einen sehr guten Kader. Ja. Vielleicht ein bisschen zu großen, wie Herr Trass gerade sagte, ne? Aber ja, absolut. Das ist doch top, ne? Haben eine sehr gute Saison bisher gespielt mit einer tollen jungen Mannschaft. Erinnert mich so an 2007, die jungen, ich glaube 2007 war es, die jungen Wilden, als sie dann auch Deutscher Meister geworden sind. Nur einen Unterschied, dass jetzt die jetzige Mannschaft im Grunde, ja, dass man 18-Jährige, 19-Jährige kauft aus der ganzen Welt. Und damals waren es halt eigene. Damals war es die eigene Jugend, was eben solche Begeisterung ausgelöst hat. Und dieses Mal ist es nicht die eigene Jugend. Im Grunde ist das fast ein neues Konzept des Vereins, der bisher auf andere Dinge gesetzt hat. Und das ist ein Kritikpunkt, dass eben der eigene Jugendbereich eben ein bisschen vernachlässigt wird. Ja. Es gab auch mal das magische Dreieck, oder? Wie hießen die nochmal? Ne? Das ist auch schon länger her, muss man sagen. Wie siehst du denn den VfB sportlich? Ja, erstmal Mr. Trust, Sie müssen bezahlen. Ja. Danke dir, ja. Wie siehst du den VfB sportlich? Ja, tolle Entwicklung. Also auf jeden Fall als Aufsteiger. So eine Saison zu spielen, das ist beeindruckend, das muss ich wirklich sagen, total stabil. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, viele Junge haben sich natürlich ins Schaufenster gespielt, aufgrund wirklich außergewöhnlichen Leistungen. Und da werden mit Sicherheit der ein oder andere Verein zuschlagen. Stuttgart braucht das Geld und deswegen wird es mit Sicherheit den ein oder anderen Abgang denn geben. Man muss nur da die Balance finden, also nicht, dass man zu viel abgibt, weil sie spielen wirklich einen spektakulären Fußball. Also für mich eigentlich einer der Überraschungen. Wir reden jetzt nicht von Frankfurt, Wolfsburg, die sowieso überraschen, aber auf dem Niveau als Aufsteiger muss ich wirklich sagen, Chapeau, Hut ab. Eine tolle Saison gespielt bis jetzt. Wir sehen auch mal, was der Trainer gesagt hat. Ich freue mich eher, dass die Spieler so einen Schritt gemacht haben. Ja. Also wenn man jetzt die Zweitligasaison sich an die erinnert, letzte Saison, da saßen die Leute wirklich vor dem Fernseher und haben gedacht, lieber Konferenz gucken, dann wird es nicht so schlimm. Und jetzt hörst du Sätze, dass der VfB wieder Spaß macht. Vom Spiel her, weil du einfach den Eindruck hast, die haben echt Lust, die haben Bock, Fußball zu spielen und das merkt man. Da sind wir wieder beim Trainer, weil du die vergangene Saison angesprochen hast. Die war ja bei Weitem nicht so stabil, da stand es ja auch Matarazzo auch kurz vor knapp, hatte man zumindest von außen den Anschein, dann wird sein Vertrag verlängert. Ja, inmitten der HSV-Spiel. Ja, vermutlich größten sportlichen Krise und dann ziehen sie das durch, ziehen am HSV vorbei, steigen auf und spielen so eine Saison. Mhm. Auch
klar, Matarazzo, sage ich. Und da sind wir wieder bei der, halt bei der Rolle des Trainers, wie wichtig der eigentlich ist. Ja, das ist eine Spielphilosophie. In der Regel als Aufsteiger sagst du ja erstmal hinten gut stehen, kompakt, erst eher das eigene Tor verteidigen. Aber sie machen genau das Gegenteil, sondern sie setzen ihre Stärken in der Offensive ein. Genau. Und das begeistert mich. Ja, ich meine, die Zahl der Spieler, die halt einen wahnsinnigen Schritt gemacht haben, die ist wirklich exorbitant groß. Das ist in jedem Mannschaftsteil hast du Leute, wo du sagst, die haben sich wahnsinnig entwickelt. Und es wird nun wahrscheinlich leider nicht jedes Jahr so funktionieren, dass der Sportdirektor so eine Quote hat. Weil die war schon sehr groß. Das sind 7, 8 Spiele, die... Wie lange ist der denn noch da, der Sportdirektor, den du ansprichst? Naja, ich glaube, dass er sich das trotz allem gut überlegen wird. So eine Machtfülle und so einen Einfluss wie in Stuttgart, das wird er bei keinem anderen Verein wiederbekommen. Mhm. Deshalb weiß ich nicht, ob das die Geschichte, die ja dann mit Dortmund lanciert wurde, ob das dann im Endeffekt ihn so glücklich machen würde. Mhm. Wobei er das natürlich gerne erzählt hat, dass das kommt. Ja. Und trotzdem knallt es wieder mal hinter den Kulissen, dass dazu führen könnte, dass dieser wunderbare Erfolg langfristig gefährdet ist. Und das ist, und es ist halt auffällig, dass es immer wieder die alten Traditionsvereine sind, bei denen derartige Dinge passieren. Immer wieder die alten Traditionsvereine, wo zu viel Folklore, zu viel Emotionen, zu viel Menschen, die jetzt irgendwie Interessen verfolgen. Das ist beim HSV so, bei Schalke so, von Kaiserslautern und anderen will ich gar nicht reden. Das heißt, die Traditionsvereine, irgendwie scheint es da teilweise in den Strukturen oft nicht zu passen. Und auf lange Sicht werden die alle, wenn sie nicht aufpassen, Probleme bekommen. Mhm. Es ist nicht ungefähr, dass jetzt auch Wolfsburg und Leipzig, solltet nicht falsch verstehen, aber die nicht unbedingt jetzt für Tradition stehen, beide auf sicheren Champions-League-Plätzen stehen. Und letztes Jahr, und in Leverkusen hängt noch dahinter. Also die Traditionsvereine, die da eigentlich auch mal oben mitspielen könnten, meistens gefährden sie ihren Erfolg dann am Ende selbst. Das spricht ein bisschen Schalke aus dir gerade. Ja, natürlich. Auch. Schalke ist bestes Beispiel. Ja, genau. Welchen Spieler hättest du gern vom VfB? Kalajdzic? Ja, er macht das hervorragend. Wie Oliver Trost schon gesagt hat, das ist ja nicht nur ein guter Transfer, der dort getätigt wurde, sondern... Es gibt ja Gerüchte, dass ihr den gerne haben möchtet. Das Gerücht können wir heute zumachen, ist nicht der Fall, genau. Wir sind mit... Schade. Noch nicht mal Stand jetzt, genau. Nee, bitte, aber es sind trotzdem viele Spieler dabei, die auch noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklungsphase sind. Ne? Und da sehen wir schon auch Parallelen, auch ein Stück weit auch zu unserem Konzept und zu unserer Spielphilosophie und zu unserer Spielausrichtung. Also es ist jetzt nicht so, dass es da nicht Talente gibt, die sicherlich auch in Leipzig dann ihre Entwicklungsschritte gehen könnten. Aber ist doch normal, das Beuteschema hört sich jetzt so despektierlich an, aber eigentlich schon, ne? Ja, diese jungen Spieler, also allein vom Alter, absolut. Vom Können. Hast du einen anderen? Wo das Gerücht vielleicht nicht? Hm? Du hast keine Kohle? Ach so Gott, da müssen wir gleich drüber reden. Das ist ja ganz klar. Ne? Vorher noch mal Laura, bitte. Hast du ein bisschen Geld für Oliver? Nee, also jetzt gerade nicht, muss ich sagen. Vielleicht finde ich noch irgendwo was. Aber ich glaube, die Schalker brauchen wir auch nicht fragen nach Geld. Also die haben ganz andere Sorgen. Das wird nämlich gleich auch Thema sein. Also mittlerweile ist eben auch bekannt geworden, dass ein Mitglied des Aufsichtsrates zurückgetreten ist. Dr. Stefan Gesenhus, um genau zu sein, hat sich bei Sport1 auch zu Wort gemeldet. Das verrate ich noch kurz, was er gesagt hat. Ich sehe keine erfolgreiche Zusammenarbeit mehr. Es gibt keine Perspektive mehr, mich so einzubringen, wie ich es gewünscht hätte. Ich habe meinen Entschluss am Sonntagmorgen mitgeteilt. Ich habe immer alles zum Wohle des Vereins gemacht und hoffe, dass Schalke wieder zur Ruhe und alter Stärke findet. Mehr will ich dazu nicht sagen, aber wir sprechen gleich noch ausführlich darüber. Also Ralf Rangnick kommt nicht und schwuppdiwupp ist ein Aufsichtsratmitglied weg. Zum Wohle des Vereins ist auch mal eine beliebte Aussage. Alfred nickt schon. Also Schalke natürlich auch noch später gleich, aber erstmal nach der Pause RB Leipzig. Ne? Wir wollen alles von Oliver Minzlaff wissen, wie es weitergeht, wen er holt, wie lange Julian Nagelsmann noch da ist. Wie lange du überhaupt noch da bist und so weiter und so fort. Oder wo du vielleicht hin möchtest. Vorher die Chance für Sie nochmal auf zum ersten Mal auf 2 E-Bikes und 1.000 Euro. Bis gleich. Wir machen weiter mit dem Check24. Doppelpass kommen jetzt zu RB Leipzig. Die neue Nummer 2 im deutschen Fußball, die heißt nämlich RB Leipzig. Und damit sind die Sachsen, ob sie wollen oder nicht, automatisch Bayernjäger Nummer 1. Seit Jahren wird vom jeweiligen Bayernjäger erwartet,
dass er irgendwann mal an den Bayern vorbeizieht. Doch an dieser Aufgabe sind schon viele Bayernjäger zerbrochen. So schaut's aus. Dieses Szenario wollten schon viele Clubs verhindern und fast genauso vielen ist es später nicht so gut bekommen. Sogenannte Bayernjäger pflegt der Branchenführer nämlich meist ziemlich humorlos niederzuschlagen. Dortmund, Wolfsburg, Schalke und Leverkusen können ein Klagelied davon singen. So schaut's aus. Wenn Bayernjäger allzu lästig werden, kauft der Rekordmeister sie gerne auch mal leer. Leistungsträgerabwerbung im großen Stil hat vor allem Borussia Dortmund früher leidvoll erfahren müssen. Auch Leipzig wird als Spielersupermarkt für den Rekordmeister immer interessanter. Und Upamecano geht ja tatsächlich auch bald nach München. Droht der Ausverkauf der Sahnestückchen? Eher nicht. Leipzig hat nämlich alles, aber keine Geldsorgen. Und für Upamecano muss Bayern ziemlich tief in die Tasche greifen. Und das Thema Timo Werner beweist, Bayern kriegt nicht jeden Wunschspieler. Und Leipzig hat längst nicht mehr nur zahlungskräftige Kundschaft in Süddeutschland. So schaut's aus. Wie viele Clubs wirft auch der FC Bayern immer mal wieder ein Auge auf Julian Nagelsmann. Und der gebürtige Oberbayer findet München schon aus patriotischen Gründen ganz zauberhaft. Sein Vertrag mit RB läuft allerdings noch bis 2023. Und ein Vertrag, den man mit Leipzig schließt, ist so stabil wie eine Getränkedose aus Schwermetall. Das liegt, wie Oliver Minzlaff sagen würde, an der praktischen, schlanken Führungsstruktur des Clubs. Soll heißen, wenige Leute entscheiden bei RB viele Dinge. Und über der schlanken Struktur sitzt ein üppiger Wachhund, den auch die bissigsten Alpha-Rüden aus Bayern nicht wegbeißen können. Und wenn Matischitz sagt, du erfüllst deinen Vertrag, dann erfüllst du ihn. So schaut's aus. Zwischenfazit nach 5 Bundesliga-Jahren von RB. Wenn einer den Freistaat Bayern ärgern kann, dann im Moment nur der Freistaat Sachsen. Und wenn einer finanziell dagegen halten kann, dann am ehesten die Rasenballer mit dem roten Bullen. Dass RB die Bayern wirklich gefährden kann, ist trotzdem nicht zu erwarten. Aber lästig und unangenehm könnten sie bleiben. Und einen Titel könnten die Bullen diese Saison tatsächlich auf die Hörner nehmen. Und die Bayern könnten es nicht mal verhindern. So schaut's aus. Oliver, dass es schwer wird, die Bayern da oben wegzuholen oder zu überholen, ist klar. Wann wollt ihr das machen? Wie ist die Zielsetzung? Ja, wann wollen wir das machen? Also vom Reden schon mal. Also diese Saison ist ja schon mal eine Chance da. Ne? Ja, aber vom Reden alleine ist dann natürlich auch noch keiner Meister geworden. Aber das kostet übrigens. Das kostet. Das ist, aber ja, machen wir erst weiter. Vielleicht kommt noch was dazu. Wir sind jetzt, und das hat der Beitrag ja gerade gezeigt, ist das 5. Jahr in der Bundesliga. Und auch wenn das mühsam immer für den einen oder anderen ist, der das schon oft gehört hat, aber man muss die Dinge natürlich schon immer noch ein bisschen einsortieren. Und ich finde, wenn wir uns dieses Jahr wieder, und danach sieht es aus, für die Champions League qualifizieren, dann haben wir das in 5 Bundesliga-Jahren 4-mal geschafft, einmal Euroleague, haben jedes Jahr was draufsetzen können. Auch dieses Jahr wird das wieder eine Rekordsaison oder es kann eine werden, auch was alleine die Punkteausbeute in der Bundesliga angeht. Wir stehen im Halbfinale noch des DFB-Pokals. Jedes Jahr kam was dazu, von direkt Champions League, dann Viertelfinale Euroleague, dann Pokalfinale, dann Halbfinale Champions League. Aber das weckt ja dann auch begehrlich. Ja, ist richtig. Aber alles, was jetzt so on top kommt, ne, und wir haben uns als Ziel Champions League gesetzt, und das ist natürlich schon auch ambitioniert, wenn du sagst, du willst jedes Jahr in die Champions League kommen, weil das heißt, du musst zu den Top-4-Mannschaften zählen. Und jetzt dann von Titel zu sprechen, und das hat nichts damit zu tun, dass wir Angst haben vor dem nächsten Schritt, sondern das hat was damit zu tun, dass wir bodenständig bleiben und Schritt für Schritt uns weiterentwickeln. Und wir sind noch lange nicht so weit, dass wir dauerhaft in Konkurrenz sind, der jetzt auf Augenhöhe mit dem FC Bayern um die Titel konkurriert, sondern wir sind eine Mannschaft, die sich oben etabliert hat in kürzester Zeit. Da wollen wir bleiben und natürlich jedes Jahr einen draufsetzen. Und natürlich ist das Ziel, dann auch irgendwann mal einen Titel zu gewinnen. Aber sich jetzt hier hinzusetzen und zu sagen, in 2 Jahren spätestens, da wollen wir das Double holen und in 3 Jahren wollen wir dann die Champions League gewinnen, weil wir schon mal im Halbfinale waren. Ja, daran möchte ich mich nicht messen lassen und das wäre auch nicht unser Weg. Unser Weg, der soll schon weiter nach oben gehen, aber, und das hat uns sicherlich auch in der Vergangenheit stark gemacht, dass wir nicht mit verrückten Zielen kommen, dass wir schon ambitionierte Ziele haben, aber dass wir dann das, was wir uns vornehmen, auch erreichen. Und das soll auch so bleiben. Und alles andere wäre jetzt aus unserer Sicht
ist unnötiger Populismus. Deswegen Schritt für Schritt, nächstes Jahr wieder einen draufsetzen und dann muss man halt auch diese Schwächephasen nutzen. Letzter Satz vielleicht noch dazu. Letzte Saison, ja, da waren wir Herbstmeister und hatten etliche Punkte auf den FC Bayern. Und am Ende sind wir, und ich war mit der Saison ja sehr zufrieden, ne, alleine mit der Champions League noch, aber sind wir halt Dritter geworden. So, und du musst dann halt auch dann da sein. Siehe letztes Wochenende das Frankfurt-Spiel. Wir haben sicherlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und hatten auch eher das 2-1 als das 1-2 dann auf dem Fuß, lassen dann aber dann halt auch die Punkte liegen. Und wenn du dann wirklich um die Meisterschaft mitspielen willst und auch Meister werden willst, dann musst du natürlich auch solche Spiele gewinnen oder die Spiele, die wir dann auch in der Saison verloren haben, gegen Mainz oder unentschieden gegen Köln. So, das sind dann Spiele, wenn du dann wirklich dran bist, dann musst du dann auch dranbleiben und darfst die Punkte dann halt auch nicht abschenken. Mhm. Aber positiv kann man auch sagen als Anerkennung, ihr habt ja die anderen alle hinter euch gelassen, ne? Also Dortmund zum Beispiel. Ja, nochmal, wir sind ja nicht unzufrieden. Leverkusen, andere Vereine, die sonst um die Champions League spielen. Ne? Wir sind total zufrieden. Mhm. Aber ich finde, man muss ja dann auch so eine gewisse, und das ist dann vielleicht auch meine Aufgabe, so ein bisschen Erwartungsmanagement. Ne? Wir merken das ja auch bei den eigenen Fans. Die haben natürlich dann auch die Erwartungshaltung. Naja, ihr wart im Halbfinale, jetzt seid ihr dran an den Bayern. Pokal, am besten das Double. Ja, wir haben nichts dagegen. Das ist ja nicht so, dass wir uns da wehren und sagen, um Gottes Willen, wir wollen keine Titel gewinnen. Aber und deswegen mache ich das dann halt auch, wenn es für den einen oder anderen mühsam ist, immer mal wieder gerne, das Ganze einzusortieren. Dass man vor 11 Jahren in der 5. Liga begonnen hat und jetzt das 5. Jahr auch international spielt. Und zwar nicht mit irgendwelchen alten Topstars, die man sich zusammengekauft hat, sondern das hat man jetzt beim Bielefeld-Spiel gesehen. Da haben wir 5, 6 Spieler gehabt, die auch schon gegen Bielefeld in der 2. Liga gespielt haben. Bisher war ja die Strategie, die auf jeden Fall im Rest der Welt ankam, junge Spieler, entwicklungsfähig. Es wird nicht ganz so viel verdient in Leipzig wie woanders vielleicht. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Jetzt habe ich irgendwas von Strategiewechsel gelesen, dass man vielleicht auch jetzt teurere Spieler kauft. Was ist denn da dran? Also, weiß was ich ist nicht. Teuer? Aber sag doch erstmal, was teuer für dich ist. Weiß ich jetzt nicht, wo Sie das gelesen haben, aber wir bleiben natürlich bei unserer Strategie, ne, und bei unseren Leitplanken, die uns ja auch dahin gebracht haben, wo wir sind. Aber Fakt ist natürlich auch, wenn du Aufsteiger bist, hast du natürlich erstmal ein anderes Budget, weil du nicht international schon gespielt hast und der Club sich natürlich auch noch nicht so entwickelt hat, wie er sich jetzt entwickelt hat. Als das jetzt der Fall ist, wo du natürlich dauerhaft den Anspruch hast, Champions League zu spielen und auch die Gruppenphase überstehen möchtest und auch jetzt schon zweimal überstanden hast, dass dann natürlich der Anspruch an Spielern und aber auch die finanziellen Anforderungen größer werden, das ist auch klar. Das heißt aber nicht, dass sich unsere grundsätzliche Philosophie ändern wird. Wir haben auch mit den jüngsten Transfers, die wir jetzt ja auch getätigt haben, mit Brobbey, den wir geholt haben von Ajax, mit Guardiol, den wir geholt haben aus Zagreb schon im Herbst. Das sind alles wieder Spieler, die perfekt natürlich in unsere Strategie, in unsere Leitplanken und in unsere Philosophie passen. Hochtalentierte Spieler, die aber natürlich auch noch viel Entwicklungspotenzial haben. Und dafür haben wir den passenden Trainer, der dann halt auch diese Spieler besser macht und sehr, sehr schnell besser macht und sie damit natürlich auch auf das nächste Niveau bringt. Und deswegen wird sich das nicht ändern. Aber natürlich, als wir aufgestiegen sind oder noch in der 2. Liga Spieler wie Forsberg und Willi Orban und Yusuf Paulsen verpflichtet haben oder den sogar noch in der 3. Liga, das waren natürlich andere Summen, als wenn du jetzt ein Champions-League-Club bist, der es schon mal ins Halbfinale geschafft hat und der den Anspruch hat, auch in der schweren Gruppe mit Man U und PSG letztendlich dann auch die Gruppenphase zu überstehen und dass du da keinen Transfer mehr tätigst für 2, 3, 4 Millionen, sondern dass das dann schon zweistellig ist, das ist richtig. Aber das hat jetzt nichts mit einem Strategiewechsel zu tun. Bei den Spielern habe ich auch schon gedacht, die sind schon ewig da. Ne? Ich habe gestern mal nachgeguckt, die sind ja immer noch keine 30, ne? Also zumindest jetzt noch nicht, glaube ich, erst im nächsten Jahr. Du bist ja am nächsten dran, ne? Von uns allen. Territorial auf jeden Fall. Ist man wirklich so sachlich? Geht man, ich meine, bisher war die Entwicklung ja, wie Oliver beschrieben hat, schon beeindruckend. Ne? Also grundsätzlich muss man sagen, Oliver Minzlaff hat mit allem, was er eingangs gesagt hat zur Entwicklung des Vereins, total recht. Da kann man komplett zustimmen. Man muss sich das mal vor Augen halten. RB aufgestiegen 2016, die Plätze 2, 6, 3, 3. Dieses Jahr wahrscheinlich ziemlich sicher 2. Ja. Erster Bayern-Verfolger. Das ist eine Entwicklung, die ist erstmal top. Lässt sich nichts anderes sagen. Aber er sagt, wir wollen jede Saison etwas draufsetzen. Die Luft wird natürlich jetzt dünner. Was soll auf dem Champions League Halbfinale auf Platz 3 noch draufgesetzt werden? Da können wir uns dieses Jahr drauf einigen, Platz 2. Dann sind wir aber im nächsten Jahr
Julian Nagelsmann hat es, glaube ich, vor dem Pokal-Viertelfinale gesagt, irgendwann soll sowas Blechernes her. Da wäre in diesem Jahr die Riesenchance, klar. Mhm. Pokal? Pokal. Aber wer Julian Nagelsmann kennt, weiß, ein Pokalsieg ist auch nicht alles. Ne? Im nächsten Jahr der Angriff. Ah, Titel ist Titel erstmal. Ne? Ja, nochmal, wir sind ja noch in zwei Wettbewerben voll drin. Ja. Ne? Wir gehen in den April jetzt und sind noch in zwei Wettbewerben und wollen natürlich da auch alles tun, um, das eine haben wir nicht ganz in eigener Hand, aber um natürlich dann auch was mitzunehmen und idealerweise einen Titel. Aber hier ging es ja für mich mehr ein bisschen die Dinge dann auch einzusortieren. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt Dortmund und Leverkusen und Wolfsburg alle abgeschüttelt haben und es dann jetzt nur noch den Zweikampf gibt, FC Bayern, RB Leipzig. So. Und da ist mir halt wichtig, obwohl wir uns weiterentwickeln wollen und obwohl es natürlich jedes Jahr schwerer wird, das ist ja klar, das ist ja, umso besser du wirst, umso dünner wird die Luft natürlich nach oben und umso kleiner werden dann halt auch die Schritte. Aber die Frage ist ja, klappt das mit dieser Politik, dass man eben in so ein 20-Millionen-Regal greift wie bei Sörloth, oder muss das dann ein bisschen mehr sein, um dort eben da oben die Substanz zu haben, so einen Titelkampf dann auch erfolgreich zu gestalten? Muss Leipzig nicht ein diese rote Linie vielleicht überschreiten. Ja, aber wir haben eben den Beitrag gesehen, dass wir alles brauchen außer Geld. Ne? Das ist nicht der Fall. Also wir Geld bräuchten wir auch, wie alle anderen in dieser Krise, denn das hat auch uns extrem stark gebeutelt. Und da konnten wir auch in gar keine anderen Regale greifen. Also das ist ja auch nicht immer, was du willst und was du dir wünschst, sondern es ist dann auch am Ende immer das, was geht. Und das, was wir tun, und da können Kritiker sagen, was sie wollen, aber ich finde, dass wir extremst nachhaltig arbeiten und auch mit den Ressourcen, die wir haben, sehr, sehr vernünftig umgehen. Und dazu heißt es auch, dass wir dann uns auf Regalhöhen bedienen, wo wir dann auch noch hinkommen. Und zwar ohne Räuberleiter, sondern wo wir dann auch noch selber reingreifen können. Und das haben wir in der Vergangenheit getan und das tun wir auch in der Zukunft. Und wir haben im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, wenn du natürlich die Quote von Timo Werner ersetzen willst, ja, dann brauchst du halt auch 50 Millionen, um diese Quote zu ersetzen. So teuer sind denn nämlich die Stürmer, trotz Covid-19-Pandemie, um dann halt auch auf diesem Niveau dann auch diese Quote dann auch zu bekommen. So, aber bei Upamecano ist das Regal ja dann schon relativ hoch jetzt, ne? Was ihr bekommt, ne? Oder? Würdest du das nicht so sagen? Hast du Angst vor weiteren Bayern-Attacken, wenn ihr weiter so erfolgreich seid? Ja, was heißt Bayern-Attacken? Ne? Das ist, oder könnt ihr euch dagegen wehren? Auch nicht. Upamecano hatte ja bekanntlich eine Ausstiegsklausel. Und wenn Dajo sich jetzt, der hat sich entschieden, zum FC Bayern zu wechseln, dann ist das für uns völlig in Ordnung. Natürlich aus Wettbewerbssicht sehe ich den Spieler natürlich lieber nicht in Deutschland, sondern sehe ihn natürlich in einer europäischen Liga. Wenn ich jetzt dann mal als Ligavertreter drüber nachdenke, weil das ist für uns aus unserer Sicht einer der besten Verteidiger, den es in Europa gibt, und wir wollen natürlich auch die Bundesliga weiterentwickeln, dann ist es natürlich gut, dass er dann in Deutschland bleibt und jetzt nicht in die Premier League wechselt. Aber du hast schon Nachfolger, ne? Haben wir eben gerade gehört. Da ist das ganze Geld sozusagen aufgebraucht, richtig? Nein. Aus Straßburg kommt er? Das ist richtig. Simakan haben wir noch nicht verkündet. Wollen wir natürlich der Presseabteilung auch nicht vorgreifen, die dann jetzt in den nächsten Tagen, hoffe ich, dann das Announcement rausschicken. Aber wir müssen ja eins nicht aussparen und da auch darüber reden, dass RB Leipzig nach wie vor, ich sage mal, viel Widerstand entgegenschlägt. Und viele Vorurteile. Mhm. Ich glaube, während wir jetzt reden, wird in den sozialen Netzwerken gerade wieder über RB Leipzig nicht gerade positiv wahrscheinlich werden Kommentare abgesetzt. Ist es wirklich so? Ja, das ist so. Immer noch nach wie vor, obwohl sich das verändert hat, vor allen Dingen regional, aber es ist immer noch so. Mhm. Wir werden ja gleich ein Ergebnis hören, wie viele den Leipzigern und Bayern die Meisterschaft gönnen. Ich glaube zu ahnen, dass da Bayern vorne sein wird. Man muss allerdings auch eins sagen, auch wenn es um den Rückhalt von Red Bull geht, die Leipziger Leistung ist natürlich, dass man mit einer guten Geldbasis oder finanziellen Basis wirklich Hervorragendes geschaffen hat. Es gibt andere Vereine, die auch Geld haben und die das nicht geschafft haben. Oder mal hatten, ja. Es wird dort also wirklich, das muss man endlich mal anerkennen, es wird dort hervorragend gearbeitet. Und dafür ist sie sicherlich auch verantwortlich, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass ihr sehr schlanke Strukturen habt. Das ist vielleicht sogar wichtiger als die ein oder andere Millionenspritze oder das, was sie euch erarbeitet hat an Geld. Ich finde, dass Leipzig einen hervorragenden Job gemacht hat und das müsste irgendwann auch mal anerkannt werden. Mhm. Ihr kennt alle den Film Der Pferdeflüsterer, oder? Ja.
Ne? RB Leipzig hat den Halbzeitflüsterer, Laura. Ja, der neue Hollywood-Klassiker, der Halbzeitflüsterer, Julian Nagelsmann. Wieso, weshalb, warum, zeigen wir ihn jetzt. Das ist nämlich ein wunderschönes Tor, was wir jetzt erstmal sehen möchten. Passiert natürlich am Freitagabend. Also erstmal starkes Gegenpressing der Leipziger. Dann sehen wir gleich noch ein schönes Doppelpassspiel zwischen Olmo und Nkunku. Und dann muss eigentlich nur noch Sabitzer das Ding irgendwie reinhauen. Und Halbzeitflüsterer, ganz einfach erklärt, dieses Tor ist in der 46. Minute gefallen am Freitagabend. Und das ist auch kein Zufall. 4 Tore wurden nämlich in den ersten 5 Minuten nach der Halbzeit erzielt von RB Leipzig. Und da fragt man sich schon, was passiert denn da in der Kabine? Was macht Julian Nagelsmann mit den Jungs, dass es dann direkt nach der Halbzeit eben zu so einem schönen Tor kommt? Der Halbzeitflüsterer, hört sich gut an. Hast du ihn schon mal so genannt, den Halbzeitflüsterer? Nee, ne? Ja? Wie ist er denn so? Ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt, ne? So als Typ. Ist er sehr fordernd? Er wirkt ja sehr ehrgeizig immer, ne? Was ja kein schlechtes Attribut ist, genau, muss man das schon mal sagen. Ja. Also das passt perfekt zu uns, dass er sehr ehrgeizig ist, weil das soll natürlich der Trainer erst recht sein, aber das soll der gesamte Verein sein und ist der gesamte Verein. Mhm. Jung und hungrig und natürlich auch der Wille, dann einfach auch mehr zu erreichen. Das verkörpert er wie kein anderer. Hasst natürlich zu verlieren oder auch schlechte Spiele abzuliefern. Er ist sehr detailverliebt. Der Amerikaner würde sagen Hard Worker. Also der ist jemand, der morgens der Erste ist und abends der Letzte ist, der sich sehr, sehr viele Gedanken macht, wie er dann auch die Spiele vorbereitet, der sehr viel mit der Mannschaft halt auch in Videositzungen arbeitet. Und was er ist, man kann halt auch alles mit ihm besprechen. Ne? Also er hat jetzt nicht die Trainerattitüden, die der ein oder andere hat, der dann auf einem hohen Ross sitzt, der nicht richtig zuhören kann und will, sondern er hat Verständnis für Gesamtsituationen. Welche Trainer meinst du denn da? Ne? Davon habe ich noch keinen kennengelernt. Ja, okay. Klar. Aber er hat Verständnis auch für... Oder sagen wir so, er kann den Stuhl auch wechseln. Und das können halt nicht viele. Ne? Oft sitzen dann auch Trainer dann auf ihrem Stuhl und haben dann nur ihre Sichtweise. Und Julian kann dann halt schon auch mal den Stuhl tauschen und sagen, alles klar, also aus deinem Blickwinkel verstehe ich das. Und dann müssen wir da halt auch anders agieren. Und daher ist es ein sehr, sehr angenehmes Zusammenarbeiten. Das, was wir ihm halt bei uns bieten, ist, wir geben ihm halt auch viel Freiraum. Es ist jetzt auch nicht so, dass er dann jede Woche zum Rapport antanzen muss oder wir mit ihm rauf und runter diskutieren, wieso, weshalb, warum, sondern er hat viel Freiraum und führt das Team, also das Trainerteam, extremst gut und hat mittlerweile dann auch, das braucht ja immer ein bisschen, einen unfassbaren engen Draht auch zur Mannschaft aufgebaut. Die Akzeptanz ist auf jeden Fall da. Sehr groß, ja. Stefan, was glaubst du denn, wie lange wird Julian Nagelsmann noch in Leipzig bleiben? Ja, ich meine, wenn man seine Karriere sieht, Hoffenheim hat er ja auch schon sehr, sehr gut gearbeitet. Jetzt den nächsten Schritt mit RB, wo die Erwartungen natürlich ein Stück weit auch andere sind. Die erfüllt er aber auch. Und von daher ist mit Sicherheit der, wenn nicht sogar der interessanteste Trainer, den wir in Deutschland haben. Der Weg wird weitergehen. Also ich glaube, er ist glücklich, dass er jetzt zurzeit bei RB noch ist, auch mit dem Umfeld, auch die Arbeit mit der Mannschaft wird ihm mit Sicherheit mächtig Spaß machen. Aber natürlich werden wir ihn irgendwann beim absoluten Top-Club in Europa sehen, da bin ich mir ganz sicher. Er hat keine Ahnung. Also, Entschuldigung, also ihr seid ja ein Top-Club, aber du weißt, was ich meine. Da bin ich mir ziemlich sicher und auch Bayern München wird ihn mit Sicherheit auch auf dem Zettel haben. Und dann gibt es ja auch noch andere Länder, wo auch guter Fußball gespielt wird. Mhm. Alfred hat ja die Imageprobleme von RB angesprochen, die es Tatsache immer noch gibt. Und da, finde ich, ist Julian Nagelsmann ein absoluter Glücksfall, ein Volltreffer gewesen, auch für den Verein, für das Image des Vereins. Brauchen wir nur die Woche nehmen, heute 60. Geburtstag von Lothar Matthäus oder wie immer Julian ihn da kennengelernt hat. Das war das Thema dieser Woche und absolut sympathisch. Er kann eben auch den Stuhl wechseln und kann eben... Martina, das hören wir uns doch mal an. Das ist doch eine schöne Geschichte. Dann können wir auch Lothar gleich noch mal alle gratulieren. Als Kind oder als Kind heranwachsender immer gedacht, dass der Lothoma heißt und Theos mit Nachnamen. Ich habe dann mal im Fanshop angerufen und gesagt, hätte kein Trikot mit der 10 Lothoma. Und dann haben die gesagt, ja, es gibt kein Lothoma. Ich sage, ja, wieso nicht? Lothoma. Und dann Theos mit Nachnamen, bis dann irgendwann mein Bruder gesagt hat, der heißt Lothar und mit Nachnamen Matthäus, wie Sie ja sicher wissen. Also lieber Lothar, ne? Von uns allen, alles Gute. Happy Birthday. Ja. Hm? Genau. Ja, 60 schon. Mensch, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber dieser Auftritt wieder von Julian, ne? Sehr erfrischend, finde ich. Ne? Trägt er nicht auch dazu bei, weil Alfred gesagt hat, das Image ist immer noch nicht so, wie es vielleicht sein sollte. Ja, also
Er ist auch dann positiver Faktor. Zum einen, ne? Ja, er ist natürlich Gesicht des Vereins. Und wir haben ja nicht nur mit die jüngste Mannschaft, sondern wir haben auch ein sehr, sehr junges Trainerteam. Und auch grundsätzlich das Team neben dem Platz ist sicherlich auch eins der jüngsten in der Bundesliga. Und natürlich trägt er natürlich für ein positives Image mit bei. Wobei ich das ein Stück weit anders sehe. Das mag dann auch daran liegen, dass ich dann eine subjektive RB-Brille trage. Aber ich glaube, dass die Akzeptanz wesentlich größer ist, als sie zu Beginn war, weil natürlich die Leute auch sehen und auch die Kritiker sehen, der Weg, das ist doch ein anderer, als der uns vorgeschrieben wurde. Nämlich, dass wir in das ganz große Regal greifen, direkt beim Aufstieg, dass wir die ganze Bundesliga zusammenkaufen, dass wir uns alles kaufen können. So, und dass es nicht passiert, siehe Spiel Bielefeld, wie viele Spieler da in der zweiten Liga schon, will mich nicht wiederholen. Aber das ist natürlich ein Weg, den dann halt auch Kritiker dann akzeptieren und anerkennen und sagen, oh, da wird tatsächlich nachhaltig und auch mit Verstand und mit einer klaren Philosophie und klaren Leitplanken gearbeitet. Und die es dann immer noch nicht verstehen wollen, die wollen wir dann auch irgendwann gar nicht mehr überzeugen. Und die sollen sich dann halt weiter kritisch äußern. Aber wir spüren doch auch in der Bundesliga recht viel Anerkennung für das, was wir machen. Und das hat halt auch was damit zu tun, wie man dann halt auch in den letzten Jahren gearbeitet hat. Und Julian, das nochmal zu beantworten, klar, trägt sicherlich auch zu einem positiven Image bei uns bei. Ich finde interessant, dass der Vertrag von Julian Nagelsmann genauso lange läuft wie der von Hansi Flick. Beide bis 2023. Da hatten wir uns abgestimmt. Genau. Aber keine Ausstiegsklausel, ne? Nein. Wir können ja den. Nee. Keine Ausstiegsklausel. Das kannst du sagen. Ne? Aber es kann ja sein, dass der DFB nach der WM in Katar, das wäre dann gerade das Ende der Verträge, vielleicht doch nochmal einen Bundestrainer sucht und dann der FC Bayern seinen Widerstand auch aufgibt und Hansi Flick dann freigibt. Okay, lasst uns gleich noch ein bisschen weiterreden über RB Leipzig. Transferpolitik ist auch noch ein ganz spannendes Thema. Und diesen Mann kennst du auch besonders gut. Das war, glaube ich, Alfred wird es wissen, 2004, glaube ich. Ne? Ralf Rangnick, Ehrenrunde. Vor dem Spiel. Auf Schalke, vor dem Spiel, muss man sagen. Ne? Mhm. Danach war er weg, ne? Kann das sein? Ja. Okay, und jetzt hat er wieder für eine Überraschung gesorgt. Eine auf Schalker Sicht natürlich negative. Er hat nämlich abgesagt als Sportvorstand, was alles dahinter steckt, gleich bei uns. Nochmal die Chance für Sie, 2 E-Bikes und 1.000 Euro zu gewinnen. Wir drücken die Daumen, bis gleich. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass und machen weiter mit der Frage der Woche, beziehungsweise natürlich dann mit Laura. Ja, wir haben Sie zu Hause gefragt, wer soll denn jetzt aus Ihrer Sicht deutscher Meister werden? Wieder die Bayern oder doch RB Leipzig? Und wenn man sich zumindest bei Twitter umschaut, dann stimmen viele für RB Leipzig. Der ganze Liga täte es gut, wenn RB Meister wird. Sie hätten es sich mit ihrem klugen Konzept, ehrlicher Arbeit und dem Quäntchen Glück verdient. Oder auch hier Leipzig einfach mal zur Abwechslung. Danach kommt sowieso wieder 7-mal Bayern. Wenn man sich aber dann das Voting auf sport1.de anschaut, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Da sagen nämlich 75% von Ihnen zu Hause, die Bayern sollen Meister werden. Nur 19% sind der Meinung, dass RB Leipzig es verdient hat. Und 6% hoffen auf Schalke 04 oder andere Clubs. Ich weiß nicht, auf wen sie da genau hoffen. Also so sieht das momentan aus. Der FC Bayern München wird deutscher Meister, weil sie die beste Offensive haben und den weltbesten Stürmer, nämlich Robert Lewandowski. Ich würde viel lieber den RB Leipzig mal als Meister sehen, denn der FC Bayern macht schon seit vielen Jahren die Liga nur langweilig. Bayern ist die bessere Mannschaft und ein Verein, der nur mit Geld nach oben gekommen ist, braucht kein deutscher Meister zu werden. Deutscher Meister sollte jetzt endlich mal RB Leipzig werden. Es wird Zeit. Verdient hätten sie es auch. Ich bin der Auffassung, dass Leipzig keinesfalls Meister werden soll. Das ist eine Mannschaft, die ist ein Fremdkörper in der Bundesliga. Der FC Bayern wird leider wieder deutscher Meister. Es wäre mal schön, wenn jemand anderes dran käme. Aber sie spielen so effizient im Moment und haben vorne noch einen Lewandowski. Der macht dann einen Unterschied. Ja, das war schon knapper, ne? 2-4 aus Leipziger Sicht, würde ich sagen. Ja, gut rausgesucht. Du könntest dagegen halten. Wir haben auch gerade gehört, der Bayern hat die beste Offensive, ihr die beste Defensive. Ne? 21 Gegentore? Ist doch. Nochmal, so also, ne? Wir machen es gut, deswegen stehen wir da und haben in München ein ordentliches Spiel abgeliefert. Wenn wir das wieder machen, dann können wir da schon auch mithalten, aber das wird natürlich schwer, das ist ja klar. Aber trotzdem freuen wir uns alle auf das Spiel. Und wie gesagt, wenn du gewinnen willst und wenn du dann Meister werden willst, dann musst du halt auch das Spiel gewinnen. Ja. Ein Garant für die stabile Defensive ist natürlich der Torwart. Der hat jetzt eine Ausstiegsklausel, richtig? Wie hoch ist die? Wisst ihr doch, oder? Nee, nicht genau. Gibt's ja nicht. 15?
Wir kommentieren ja immer weiterhin keine Zahlen. Hat sich auch in der Sendung nichts geändert, aber... Das war so schön offen, ne? jetzt kommt das. Ne? Richtig ist... Aber er hat einen Ausstiegslot. Fangen wir mal so an. Genau, er könnte im Sommer gehen, richtig? Mhm. Hm? Was glaubst du? Was sagt dein Gefühl? Mein Gefühl sagt, dass er mit Dortmund in Verbindung gemacht, zum Beispiel. Klar, ich meine, der spielt ja nicht nur diese Saison hervorragend. Pete macht es jetzt schon seit vielen Jahren hervorragend und fühlt sich extremst wohl bei uns. Ist ja jetzt auch schon ganz, ganz viele Jahre bei uns. Und auch bei der Personalie bin ich relativ entspannt, weil er weiß, dass er bei uns natürlich auch noch weitere Entwicklungsschritte gehen kann, weil er weiß, was er bei uns hat. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass er auch nächstes Jahr noch bei uns ist. Stefan, traust du ihm noch mehr zu als den Top-Club Leipzig? Wem mehr zutrauen? Dem Gulaschi. Das ist ein ganz wichtiger Faktor bei RB. Nicht nur in dieser Saison, natürlich in dieser Saison herausragend, auch in den letzten Jahren. Und ich bin auch immer der Meinung, wenn man sich in einem Umfeld sehr gut und wohl fühlt, warum sollte man noch mal eine neue Herausforderung suchen? Also ich spreche eigentlich nichts dagegen, den Vertrag über den Sommer hinaus zu verlängern oder mit der Klausel besser gesagt, dass man die umgeht mit einem Vertrag, den man für weitere 2 oder 3 Jahre, wie auch immer, schließt. Ich glaube, so eine Leistung kannst du ja auch nur bringen, wenn du dich wirklich richtig wohlfühlst. Und das ist bei Leipzig gegeben. Und von daher wäre es sehr, sehr wichtig für Leipzig auch, den Torhüter zu halten, auf jeden Fall. Weil so viele Gute sind nicht auf dem Markt. Oliver, was ist mit den 4 Alten in Anführungsstrichen? Orban, Halstenberg, Sabitzer und Forsberg, glaube ich, sind es. Ne? Verträge laufen nächste Saison aus? Mhm. Ja, sind wir in Gesprächen. Weil das ja immer mit dem Alter dann auch... Ja, du klar. Ihr erwähnt das ja immer wieder, diese Altersphilosophie in Anführungsstrichen. Ja, wobei wir haben ja auch schon vor Jahren mit Kevin Campbell, da war der auch schon, ich glaube, 27, stimmt, als wir ihn verpflichtet haben. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen... Oh, der ist jetzt schon 23 oder 24, den dürfen wir jetzt nicht mehr verpflichten. Nur trotzdem brauchst du als Verein natürlich eine grundsätzliche Ausrichtung, eine grundsätzliche Philosophie. Und da ist unsere Philosophie natürlich, dass wir versuchen, sehr früh, sehr jung zu verpflichten und dann die Entwicklung der Spieler mitzunehmen. Das Gleiche schließt aber auch nicht, oder das schließt aber auch nicht aus, dass wir natürlich mal einen älteren Spieler verpflichten oder dass wir natürlich dann auch mit Spielern, die mit uns gewachsen sind, so wie die 4 genannten, die Großartiges für uns geleistet haben, dass wir mit denen auch einen Weg weitergehen. Gibt es Dankbarkeit heutzutage noch? Gibt es was? Dankbarkeit noch heutzutage, würdest du das sagen? Weil, wie du schon sagst, sie sind ja so lange schon dabei. Sicherlich, auf beiden Seiten. Ich glaube, die wissen, was sie bei uns haben und wir wissen, was wir an ihnen haben. Und die spielen alle auch wieder eine fantastische Saison und wir sind mit allen in Gesprächen. Und wie ihr uns kennt, werden wir dann sicherlich auch Lösungen haben, die dann auch im Sinne des Vereins sind und mit denen sicherlich dann auch die Spieler leben können. Muss man die 4 nicht halten? Identifikationsfiguren des Vereins? Ich bin da hin und her gerissen. Wir reden über den Angriff auf den FC Bayern in 2, 4 irgendwann mal. Und ihr redet, genau. Ja, wir. Und wir reden von Regalen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, irgendwann muss der Griff in ein höheres Regal kommen, um nochmal das Quäntchen Top-Qualität zu holen nach Leipzig, um die Bayern auch ernsthaft anzugreifen und eben nicht nur von der Saison zu profitieren, wie in diesem Jahr, wo Manuel Neuer 35 Gegentore kriegt. Stand jetzt. Ja, aber, das höhere Regal heißt ja nicht... Gleichzeitig, damit hast du die 100%ige Qualität. Genau. Also nein. Hernandez, Bayern München, war im ganz hohen Regal mit 80 Millionen. Richtig. Und ist kein Stammspieler. Also die Garantie hast du ja nicht. Manchmal ist es besser mit dem, was man hat. Und wenn die Jungs auch da bereit sind, bei Leipzig zu bleiben, mit denen auch einen Vertrag weiterhin zu verlängern. Also da spricht ja in meinen Augen, wenn sie die sportliche Leistung bringen, überhaupt nichts dagegen. Das heißt nicht immer, das hohe Regal gibt dir dann die Meisterschaft oder den Pokal. Nur haben wir darüber gesprochen, dass die Spieler natürlich zum Teil auch schon sehr lange da sind. Und manchmal tut auch so ein klarer Schnitt mal gut, um irgendwo frische Kräfte, auch unverbrauchte Kräfte in die Mannschaft zu holen. Ja, aber die Ausgeglichenheit des Kaders ist ja eine große Stärke, die Saison zum Beispiel, finde ich. Weißt du? Um Platz 2 abzusichern auf Dauer. Ja, wenn du einen Forsberg siehst, ne, da haben ja schon viele gesagt, oh, ist auch gesundheitlich mit ihm und so weiter, der hat sich ja wunderbar erholt. Absolut. Muss man den Hut vorziehen. Ne? Marcel Sabitzer ist, glaube ich, schon ein sehr hohes Regal, in das man da greifen muss, wenn man sich die Qualität anschaut. Ich habe viele Kritiker gehört vor der Saison, die gesagt haben, ja, Willi Orban, also wenn man sich anschaut, wie Willi Orban verteidigt. Natürlich ist er jetzt nicht der Schnellste, aber was er dann antizipiert und welche Laufwege er geht und das ist schon, wie er das hinten da extrem gut macht, ist beeindruckend. Marcel ist Nationalspieler,
Also das ist jetzt ja nicht so, dass wir sagen, das sind jetzt vier, die auf dem Abstellgleis stehen. Im Gegenteil, sondern das sind vier Spieler, mit denen wir viel erreicht haben und mit denen wir schon auch noch das Gefühl haben, dass wir auch noch weitere Schritte gehen können. Und das werden wir jetzt besprechen. Da gehört ja nicht nur der Verein dazu, sondern das, was Sie gesagt haben, es geht ja auch darum, ne, was plant ein Spieler, der 6, 7 Jahre jetzt bei einem Verein ist, ne, hat er dann auch die Energie und sagt, ich will dann noch mal 3, 4 Jahre dabei bleiben oder möglicherweise dann tatsächlich auch mal drüber diskutieren, was könnte dann im letzten Drittel der Karriere dann auch noch mal kommen. So, und in den Gesprächen befinden wir uns, wie immer auch mit dem nötigen zeitlichen Vorlauf, sodass wir dann am Ende Lösungen haben, mit denen alle leben können. Nochmal, die Philosophie von der RB, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist absolut nachhaltig und das ist auch ein Top-Weg. Die Frage ist, soll der FC Bayern ernsthaft angegriffen werden, auch aus eigenen Kräften, oder müssen wir so auf so eine Saison hoffen wie in diesem Jahr, wo die Bayern eben mal schwächeln, wo sie aus dem DFB-Pokal ausscheiden und RB schlägt dann zu? Das ist dann auch eine Frage, die man in Leipzig für sich klären muss. Die zweite Kraft, naja, sind sie auf Jahre hinaus? Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, die Bayern müssen ja sowieso immer irgendwann eine Schwäche zeigen. Sonst haben die anderen wahrscheinlich, wird es für die anderen sehr, sehr schwer. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Aber du musst auch den Vergleich anstellen. Ja. Also Bayern München steht ja auch vor einem Umbruch. Also ich will jetzt nicht die ganzen Namen aufzählen, wo die Verträge 2022/23 auslaufen. Ich glaube, dass es immer ganz wichtig ist, dass du eine sehr gute und sportlich gesehen gute Achse hast. Und da gehört ein Gulaschi dazu, den ich auf jeden Fall verlängern würde, ein Orban. Unglaublich wichtig, weil Upamecano wird gehen. Ihr habt einen neuen verpflichtet. Aber trotzdem ist Orban auch ein unwahrscheinlich wichtiger Spieler für die Hierarchie innerhalb der Mannschaft. Und ich glaube, da seid ihr sehr, sehr gut aufgestellt. Und sie sind ja schon Bayernjäger, so ist es ja nicht. Und sie können sie auch noch ärgern, weil in 2 Wochen haben wir das Spitzenspiel. Also die Meisterschaft ist ja noch nicht gegessen. Also es ist ja alles offen. Es geht ja nicht nur um Bayern, sondern es ist ja eins schon gelungen, zumindest momentan, dass sie Borussia Dortmund Stand jetzt erstmal als Nummer 2 abgelöst haben oder dabei sind, Dortmund als Nummer 2 abzulösen. Und das ist ja, wenn Sie eine Kontinuität beim Aufschwung propagieren, ist das ja schon mal eine Leistung. Bei Ihnen ist viel vom Umbruch die Rede, deswegen hätte ich eine Frage. Es ist ja ein offenes Geheimnis und meine Informationen sind auch so, dass Ihr Sportdirektor Krösche mit Schalke 04 verhandelt hat. Über einen Wechsel nächstes Jahr, bevor dieses Rangnick-Theater anfing. Wie kommt das bei Ihnen an, wenn mitten im Meisterkampf Ihr Sportdirektor mit einem anderen Club verhandelt? Also habe ich auch gelesen, habe aber niemals einen Anruf von Herrn Buchter oder von einem anderen Aufsichtsrat bekommen. Das kommt ja zum Schluss meistens, das wissen Sie ja genau. Ja, normal unter Kollegen hätte ich dann schon, so würden wir das zumindest mal machen, dass man dann mit einem Kollegen mal spricht und sagt, wir haben Interesse an und können wir mal ein Gespräch führen. Das hätte ich auch dann, wenn es denn so gewesen wäre, auch von Schalke 04 erwartet. Und Markus Kröscher ist auch nicht auf mich zugekommen, hat auch nicht gesagt, dass er irgendwelche Gespräche führt oder dass er sich bei uns nicht mehr wohlfühlt. Dementsprechend habe ich das jetzt als Pressenews gelesen, aber dem nicht mehr. Hast du ihn nicht drauf angesprochen? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Doch, wir haben gesprochen. Er hat gesagt, er fühlt sich hier wohl. Und aber Sie haben ihn nicht explizit auf Schalke angesprochen und die angeblichen Verhandlungen. Ich habe ihn gefragt, ob er nach Schalke wechseln möchte. Nein, da hat er gesagt, er will jetzt nicht nach Schalke wechseln. Aber er hatte dann öffentlich abgesagt. Warum sagt man ab, wenn da nichts ist? Er wollte das dann auch nochmal klarstellen, auch natürlich vor dem Spiel, dass er sich bei uns wohlfühlt, dass er nicht nach Schalke wechseln will und hat mir auch nicht kommuniziert, dass er da Gespräche geführt hat. Würde mich dann auch natürlich tatsächlich sehr wundern, denn er hat bei uns die Möglichkeit, bei einem Champions-League-Club sich im Team, das ist ja bei uns auch keine One-Man-Show, das muss man auch wissen, wir haben natürlich Markus Krösche als den Sportdirektor, dann gibt es aber noch einen kaufmännischen sportlichen Leiter mit Florian Scholz und mit Chris Vivell, der als technischer Direktor und Head of Scout dann dieses Team bildet, weil wir festgestellt haben, es braucht nicht diese One-Man-Show, sondern wir müssen das natürlich auf breitere Schultern aufsetzen, damit dann halt diese große Verantwortung im Sport dann halt auch nicht nur von einer Person getragen wird. Und für mich ist das ein tolles Setup und da würde es mich jetzt wundern, wenn Markus sagt, Mensch, da will ich aber lieber den Umbruch in einen Aufbruch bei Schalke 04 gestalten, als jetzt mit uns den Weg weitergehen. Deshalb, Oliver, könnte er möglicherweise zu Eintracht Frankfurt gehen. Da könnte er vielleicht auch Champions League spielen nächste Saison. Genau, könnte er. Wenn Freddy Bobic
wenn sein Vertrag dann irgendwann mal ausgelaufen ist und beide Seiten sagen, wir wollen nicht mehr. Ne? Aber nochmal, also das Gefühl ist bei uns nicht entstanden. Die Unruhe habe ich tatsächlich angesprochen, ne? Das ist ja klar. Ich habe auch die Unruhe dann mal angesprochen, als Julian dann mit Real Madrid und allen möglichen in Verbindung gebracht wurde. Und habe halt, das war kurz vor meinem Spiel, und habe halt gesagt, wir brauchen hier Ruhe. Denn das ist ja das, was auch unseren Verein ein Stück weit auszeichnet, dass wir versuchen, diese Unruhe, die natürlich auch von außen oft reingetragen wird, und das ist beim FC Bayern natürlich noch viel mehr, die können aber noch besser damit umgehen als wir, logischerweise, als so ein junger Club. Aber diese Ruhe, die wir haben, das ist sicherlich neben der vernünftigen Arbeit, die wir leisten, ist sicherlich auch ein Element, warum es denn halt auch so gut läuft. Und sobald es bei uns unruhig wird mit Themen, die nichts mit unserem Tagesgeschäft zu tun haben, dann kann ich schon mal auch laut werden und auf den Tisch schauen. Und in Mainz habt ihr dann verloren sogar, ne? In Mainz haben wir dann verloren. Genau. Da waren nämlich im Übrigen die ersten Gerüchte zu Markus Krösche und Julian Real Madrid. Und da habe ich natürlich der Mannschaft und dem Staff gesagt, Leute, wir brauchen hier Ruhe. Wenn wir hier, wo auch immer die Gerüchte herkommen, wir müssen uns auf unser Geschäft konzentrieren. Und das sind nämlich dann die Spiele, die du auch gewinnen musst, wenn du denn dann tatsächlich am Ende irgendwo was in der Hand haben willst. Unser Geschäft ist übrigens auch ab und zu mal Geld zu verdienen, ne? Deswegen machen wir jetzt einen Spot und dann reden wir gleich über die Mannschaft, die ihr scheinbar von Platz 2 in der Bundesliga verdrängt hat, nämlich Borussia Dortmund. Und weiter geht's bei uns mit der Szene der Woche. Nee, eigentlich muss man sagen, eigentlich wären es sogar 2 Szenen der Woche. Ja, man schmunzelt irgendwie drüber, aber ich glaube, für den Spieler selbst war es nicht ganz so schön. Wir wollen reinschauen. Eigentor bei Union Berlin gestern passiert und das sah schon echt bitter aus. Also eigentlich ein Rückpass von Andrich zu Lute, der rutscht dann auch noch aus und dann ist das Ding eben drin. Man muss aber auch sagen, für einen Rückpass auch ordentlich Schmackes in den Ball gelegt, also dann direkt aufs Tor gezielt. Schönes Tor, wenn es denn kein Eigentor gewesen wäre. Also das war schon sehr, sehr bitter, was man da gesehen hat, und die beiden Protagonisten, beziehungsweise der Verein hat sich auch geäußert. Sehr viele Worte gefunden auf Twitter, um genau zu sein. Union Berlin hat nämlich einfach mal getwittert, ja, haben sie auch nicht verstanden, wie das Ding am Ende reingehen konnte. Und die beiden Protagonisten haben sich auch zu Wort gemeldet. Bitte schön. Also klar, der Fehler ist vielleicht eine schlaflose Nacht, aber das passiert. Darf nicht passieren, aber kann ich eh nicht mehr in dem Moment ändern. Wenn sie nicht wegrutschen, hätten sie noch eine Chance gehabt, ranzukommen. Bitte? Da bin ich mir nicht sicher, vielleicht, ja. Aber er war schon sehr gut getroffen. Stefan, mal so ein Eigentor gemacht? Nee, ne? Nee, so eins nicht, nee. Komm, wir schauen uns das nochmal an. Ja. Ja, gut. Sie nehmen es ja mit Humor. Ja, das willst du auch anders machen. Und aber er hat die schlaflose Nacht schon hinter sich, also von daher ist alles gut. Ja, muss der Torwart da nach rechts? Weil der hat geglaubt, er spielt ihn direkt an. Aber grundsätzlich sagst du zu den Spielern immer, spielt neben das Tor, logischerweise. Da bietet sich ja auch der Torwart übrigens an. Ja. Ja. Er nimmt ihn schon falsch mit und dann, ei. Nein, der Fehler liegt ganz klar bei dem Spieler. Oder am glitschigen Rasen vielleicht, ne? So, wenn nicht weggerutscht wäre. Also, Lute bietet sich ja vollkommen richtig an neben Tor. Da muss ja auch der Ball hin. Er hat ihn wirklich richtig gut getroffen. Also, Frankfurt macht es dem BVB auf jeden Fall richtig schwer. Wir hören mal kurz den Trainer Adi Hütter. Also wir sehen es überhaupt nicht als Belastung, weil der Druck ja nicht unbedingt bei Eintracht Frankfurt liegt. Köln hat uns sicherlich wieder mit diesem Unentschieden gut getan, dass wir nach Dortmund reisen mit 4 Punkten Vorsprung. Natürlich ist es in der Mannschaft ein Thema, das ist ja ganz klar, es ist am Ende der Meisterschaft. Wir wollen, wir können eventuell auch, wir müssen aber nicht unbedingt. Und die Mannschaft hat aufgrund dessen, trotz allem, dass vier Stammspiele jetzt gefehlt haben, finde ich schon, dass wir dann eine sehr ordentliche Leistung gezeigt haben. Das gefällt mir wieder, Stefan, dass er sagte, wir reden darüber. Ja, und das gibt das Gefühl. Hier ist die Tabelle, schauen wir mal drauf. Oliver, was sagst du? Schafft die Eintracht das? Gute Frage. Oder ich meine, die Dortmunder noch an? Wenn ich jetzt mir überlege, wie die Mannschaft in der Europa League, glaube ich, war es, gespielt hat, mit welche Begeisterung diese ganze Geschichte da ausgelöst hat, dann würde ich mal einfach so salopp sagen, ich gönne es ihnen, ich wünsche es ihnen. Und Alfred, was ist in Dortmund wieder los jetzt? Ja, erstmal zur Lage. Ich glaube, Ostern fallen da wichtige Entscheidungen. Wenn Dortmund gegen Frankfurt nicht gewinnt, wird es schwer mit der Champions League. Genauso wie wenn. Das ist das zweite Topspiel übrigens an dem Wochenende dann. Ne? Genauso wie wenn Leipzig nicht gegen Bayern gewinnt, dass es dann schwer wird, die Bayern noch zu holen.
Bei Dortmund geht mir das in diesem Jahr ein bisschen zu sehr in die Extreme. Nach einem Sieg wird der Terzic gefeiert, nach einer Niederlage wird er auch wieder in Frage gestellt. Das ist ähnlich wie bei Lucien Favre. Da müsste man mal ein bisschen mehr den Mittelweg einschlagen. Aber man sieht ja, wie frustriert auch hier Erwin Haaland nach dem Spiel war. Ja, die zittern um die Champions League. Und das ist für Dortmund, glaube ich, existenziell wichtig, systemerhaltend. Ein Jahr kann man sicherlich ohne Champions League, aber das ist schon eine heiße Phase für Dortmund. Und wenn sie Haaland nicht hätten, was wäre dann, Stefan? Wir schauen mal aufs 1-0. Ja. Das macht er wieder in seiner typischen Art. Ne? Den kannst du auch nicht so leicht faulen, habe ich immer den Eindruck. Oder wegpressen. Ne? Vielleicht täusche ich mich. Nein, dafür hat er einfach die Physis, ne, sich da durchzusetzen. Erstmal ein sehr guter Ball und dann tankt er sich durch. Der Verteidiger, der stellt sich natürlich da nicht gerade richtig und gut an. Klar. Aber mit diesem Körper, den er auch hat und auch immer wieder einsetzt, ist das einfach echt schwer zu verteidigen. Den hättest du auch gerne gehabt, oder? Warum habt ihr den eigentlich nicht bekommen? Ja, wir saßen zusammen und das war dann so die Entscheidung für ihn, Leipzig oder Dortmund. Dortmund, ja, genau. Das finanzielle Gehaltspaket hätten wir so nicht stemmen können. Das hätte dann unser Gehaltsgefüge komplett durcheinander gebracht. Ja. Ich glaube auch, wenn wir das trotzdem getan hätten, wäre er trotzdem nach Dortmund gewechselt. Weil wir hatten zu dem Zeitpunkt Timo Werner, der hatte 19 Ligatore geschossen. Wir waren Tabellenführer. So, und war alles gut erstmal. Ja, und in Dortmund hat man genau die Position gesucht. Ne? Da hat man dem gesagt, hier spielst du direkt von Anfang an. Und deswegen kann ich dann auch die Entscheidung, konnte ich dann auch nachvollziehen, ne? Dass sich dann Berater und Spieler dann halt auch entschieden haben, dann nach Dortmund zu wechseln. Ja, okay, dann schauen wir mal auf diese Szene. Hand oder nicht Hand? Dino, was sagst du? Führte dann zum Elfmeter für Köln? Ja. Ich sag, muss man pfeifen. Also erstmal. Ist Daniel Siebert ja weiterspielen, ne? Oder sagt hier Brust? Ich finde, man kann es gar nicht richtig. Oder ist es diese aktive Bewegung? Deswegen von vorne sich, kann man schon sehen. Also von der anderen Position. Sich von, wenn man jetzt, es von vorne sieht, kann man sehen. Ja. Aber, Oliver, Entschuldigung, Hand? Ja. Oder also, ist es Schulter? Ich bin mir nicht. Nee. Ich habe es mir gestern auch 2-3 Mal dann noch angeguckt. Kann man dann halt schon geben. Das ist aber das ist ja immer die gleiche Diskussion. Ne? Was gibst du da im Strafraum und was nicht? Ne? Aber so nach den aktuellen Regeln ist es dann okay, dass er das gibt. Und dann die Führung. Dass er den gibt. Dann die Führung für Köln, Stefan. Ja, die ein ordentliches Spiel gemacht haben insgesamt, muss ich sagen. Das ist so ein Ergebnis. Natürlich hätten sie gerne 3 Punkte, aber ich glaube, das ist jetzt für die Moral, für den Endspurt ganz wichtig. Ja. Guck mal hier, da. Ja, schöne Körpertäuschung. Genau. Und dann? Ja, das ist natürlich jetzt unglücklich von Meunier, dass er den Ball da Jakobs davor legt, aber der humorlos den Ball da unter die Latte drischt. Das war gar nicht so unverdient. Also Köln hat wirklich, wenn ich so die letzten Wochen sehe, richtig gut gespielt gegen einen Gegner, der eigentlich andere Ambitionen hat. Aber das haben sie selber vorgelegt. Darf natürlich auch nicht passieren. Aber im Fußball dürfen so viele Dinge nicht passieren, aber die passieren einfach. Aber ein Achtungserfolg auf jeden Fall für Köln für die nächsten schwierigen Wochen. Auf jeden Fall. Und für Dortmund ist es, die stehen halt jetzt auch unter Druck. Jetzt kriegen sie Frankfurt, was ich dann aber in der Kombination viel schwieriger sehe. Du spielst dann 4 Tage später gegen Man City in der Champions League. Das macht das Spiel gegen Frankfurt eben so besonders. Ja, sie müssen eigentlich schon gewinnen. Ja, und 4 Tage später spielst du gegen Man City. Ich glaube, das sind schwierige Tage. Für Dortmund die Bundesliga mittlerweile wesentlich wichtiger ist. Also das Erreichen der Champions League. Als jetzt diese beiden. Also der vierte Duelle Platz, sagen wir mal. Mehr wird es wahrscheinlich Platz nicht werden. Als die Spiele gegen Man City. Ja, aber das mag ich nicht, sowas zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein diese Spieler? Einstellung hatte Gladbach auch schon so ein bisschen im Achtelfinale. Ja. Nach dem 2-0 zu sagen, das Rückspiel, ich hätte lieber eine Trainingswoche oder so. Ich will das jetzt gar nicht wieder groß aufmachen. Aber diese Einstellung mag ich grundsätzlich nicht. Weil das ist ein ganz besonderes Spiel. Ein ganz besonderes Spiel für die Dortmunder. Ganz besonderes Spiel für Haaland.
das ist die Bühne, die er braucht. Und dann kann man nicht sagen, dass die Bundesliga, natürlich ist die Bundesliga wichtig, aber man kann doch nicht sagen, Man City, das Spiel ist unwichtig oder nicht so wichtig. Mhm. Ja, wenn es jetzt um Abwägungen geht, was er sich Spieler einsetze, wie auch immer, wenn einer angeschlagen, verletzt oder sonst irgendwelche Dinge ist, ich glaube, dass mehr investiert wird in diese, in die Jagd auf den vierten Platz. Wäre aber schade. Wäre schade und für mich als Ex-Fußballspieler nicht zu verstehen, oder? Muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Man hat aber auch nur das Gefühl, dass sich gestern einer, dass sich einer nur geärgert hat, nämlich Haaland, das haben wir gerade gesehen. Ja, weil er die Bühne braucht, Champions League, ist doch klar. Stefan, wir schauen nochmal auf den Ausgleich. Ja. Ach so, das war jetzt nach Schlusspfiff, der schmeißt das Trikot nicht weg. Nein, er hat es einem Gegenspieler gegeben. Ja, aber klar ist er angepisst, logischerweise. Was passiert denn mit Haaland, wenn die Champions League nicht erreicht wird? Haben wir schon öfter diskutiert. Ne? Sie müssen ihn halten, auf Teufel komm raus. Eher gibt man Sancho ab. Oder? Ja, aber dann würde ich sagen, dann gebe ich lieber einen Sancho ab und bekomme da eine Summe X. Aber den Haaland musst du halten, auch für die Community, für die Fans, für das Umfeld. Da kannst und darfst Haaland nicht abgeben. Glaubst du, dass Dortmund das schafft? Also sicherlich müssen sie sich für die Champions League qualifizieren. Ne? Das will dann das A und O, ne? Erling dann schon spielen. Und ja, das kommt immer dann natürlich darauf an, was ich kenne die Vertragsgestaltung nicht, ne? Ausstiegsklausel ja oder nein. Für mich schwer zu beurteilen, aber ich schließe mich Stefan an, das wäre natürlich für den Club immens wichtig, wenn er dann zumindest noch mal eine Saison bleibt. Ne? Du siehst so ein bisschen bei Haaland oder mit dieser Verpflichtung von Haaland, wie alle anderen so ein bisschen untergehen. Ne? Also Reus, der ja auch ein Gesicht war, oder ein Sancho, der natürlich ein bisschen aufgeblüht ist wieder. Aber du siehst, dass Haaland so extrem wichtig ist. Und wenn du so einen in der Mannschaft hast, dann würde ich lieber den einen oder anderen abgeben, aber den darfst du nicht abgeben. Das ist meine Meinung, definitiv nicht. Ja, ich finde ihn auch sensationell. Warum ja, in dem Alter. Also, und also den wollen wir noch ein bisschen in der Bundesliga sehen, natürlich nicht irgendwo anders. Ne? Das ist schon mal ganz klar. Sag dem Haaland zum Beispiel mal, pass auf, Frankfurt ist viel wichtiger, ja, Man City vier Tage später nicht. Ich glaube, das gemein, dass er in diese Dinger reingeht, in diese beiden Spiele und da richtig Bambule machen will und wahrscheinlich wird, hoffnungsvollerweise, das ist ja klar. Ne? Aber ich meine, wenn du jetzt gut spielst gegen Manchester City in zwei Spielen und dafür verpasst du die Champions League nächste Saison, dann weiß ich auch nicht. Ja, okay, da sind ja noch ein paar Spiele danach. Dann seine also Laune so ist es ja ist, nicht. Ne? Aber das aber ist Man ja City die hohe ist schon Kunst. Eine Herausforderung für jeden Spieler im Moment. Ja, auch, und ne? Das ist auch der Anspruch von Dortmund. Sind, also das musst du so sehen. Mal, sehen wir mal die sportliche diese Mannschaft Seite. Wird der, ohne Frankfurt wird auch Haaland eine Herausforderung sein und der, ich weiß nicht, Ruben Dias, glaube ich, wird mutmaßlich sein Gegenspieler sein. So einen hat er wahrscheinlich in der Premier League auch noch nicht getroffen. Wir haben ja aber zuerst das Frankfurt-Spiel, sodass Dortmund nach der Länderspielpause erstmal da alles reinlegen kann und danach eben erst Man City und dann sind wir ja auch schon wieder. Ja, warte erstmal wieder, wer von den Länderspielen zurückkommt und wer nicht und wie und so weiter. Das ist ja auch noch eine große Diskussion im Moment. Da sind wir sehr gespannt. So, Alfred, gleich geht's los, ne? Schalke. Ne? Absage von Ralf Rangnick, der erste Aufsichtsrat, ist heute zurückgetreten. Also wir sind gespannt, was noch in der nächsten halben Stunde passiert. Schalten auch noch nach Gelsenkirchen. Also gibt noch viel zu besprechen. Nochmal die Chance für Sie auf 2 E-Bikes und 1.000 Euro. Wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Kommen zum Thema Schalke. Wie an jedem Wochenende, muss man ja mittlerweile leider schon sagen. Und unser Mann vor Ort, wie immer, Patrick Berger, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo Patrick. Hallihallo in die Runde. Schönen guten Tag. Ja, es gab mal wieder eine Überraschung heute. Einen Rücktritt. Das ist richtig, ja. Mal wieder auf Schalke, muss man fast schon sagen. Heute Morgen hat Professor Dr. Stefan Gesenhus sich dazu entschieden, nach 4 Jahren vorzeitig aus dem Aufsichtsrat zurückzutreten, sein Mandat abzugeben. Habe heute Morgen mal kurz mit ihm telefoniert. Er hat gesagt, er hat eine schlaflose Nacht hinter sich gehabt, lange über diese Entscheidung nachgedacht und jetzt eben schweren Herzens das bekannt gegeben, auch nach außen, auch an uns. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele an den Bildschirm, Gesenhus, wer ist das, wer war das nochmal, die vielleicht nicht ganz so nah dran sind am FC Schalke 04. Das war eben der Mann, der auch ein klarer Befürworter dieses Rangnick-Plans war, der eben auch mit dieser lange geheimen
Pro-Rangnick-Gruppe, die ja sich zusammengesetzt hat aus vielen Leuten aus der Wirtschaft, aus vielen Leuten aus der Politik, aus Ex-Schalkern, unter anderem Ingo Anderbrügge ist ja auch dabei, die vorab eben Gespräche mit Ralf Rangnick geführt haben und dann eben den Professor Dr. Gesenhus ja instruiert haben, diesen Vorschlag ranzugeben an den Aufsichtsrat. Und da kam es letzte Woche oder vorletzte Woche zu einem riesengroßen Knatsch. Es gab Verrätervorwürfe auch an ihn, also ein ziemlich dreckiger Machtkampf, eine Schlammschlacht, muss man fast schon sagen. Alfred, du weißt mehr wahrscheinlich, ne? Oder noch mehr? Oder genauso viel? Was heißt, ich weiß mehr? Ich glaube, dass ich das einordnen kann, weil ich mit wirklich allen Beteiligten auch Kontakt habe, mit allen Beteiligten auch gesprochen habe. Mhm. Da gab es oder gibt es eine Gruppe, die von mir aus wirklich eher eine Absichten hat, gute Absichten. Die haben sich dann mit Ralf Rangnick zusammengesetzt und haben ihm, Gesenhus? Da war Gesenhus dabei, da ist Ingo Anderbrügge dabei. Ja. Ein, zwei, die Posten möchten gerne, das muss man auch sagen. Und mit Rangnick zusammengesetzt und dann wurde Rangnick halt einiges in Aussicht gestellt. Es wurde von Ausgliederung gesprochen, von neuen Sponsoren, von neuen Geldspritzen. Und Rangnick hat dann gesagt, wenn die Bedingungen stimmen, habe ich Interesse, das zu machen. Nur von dem Geld und von dem allen ist bisher noch nichts bekannt und nichts gekommen. Dann hat sich Rangnick aber oder sein Berater mit dem jetzigen Aufsichtsrat zusammengesetzt. Und da wurde der Status quo auf den Tisch gelegt, am letzten Donnerstag. Und der ist 240 Millionen Euro Schulden, der Etat für die zweite Liga 25 bis 30 Millionen, das ist nicht sehr viel. Und da hat Ralf Rangnick am Ende gesagt, dann sind das nicht die Rahmenbedingungen, zu denen ich zur Verfügung stehe. Man muss ja sagen, diese Gruppe hat überhaupt kein Mandat. Diese Gruppe kann für den Verein überhaupt nicht sprechen. Und ich halte es auch nicht ganz für lauter, dann den Verein in dieser Situation so unter Druck zu setzen, dass die jetzt plötzlich wie die Verlierer darstellen und Ralf Rangnick, ein Mann wirklich mit einem tadellosen Ruf, plötzlich so dasteht, als hätte er mit Schalke gespielt und hätte sich dann irgendwann aus dem Staub gemacht. Diese Gruppe hat kein Mandat und das Geld und was sie alles angeboten hat, gibt es nicht. Der Status quo ist so, dass Schalke kein Geld hat, und dass Schalke für die nächste Saison ein Mini-Etat in der zweiten Liga haben wird. Und das ist nicht das, was Ralf Rangnick braucht, um einen Verein nach vorne zu bringen. Uli, heißt das dann Vortäuschung falscher Tatsachen in Richtung von welcher Seite? Ralf Rangnick? Vom Verein aus? Ja. Naja gut, ich klar. Weiß ja nicht, wie das formuliert wurde. Aber ich meine, jetzt Ralf Rangnick, das hat Alfred ja gerade richtig gesagt, hier verantwortlich zu machen für diesen Scherbenhaufen in Schalke, finde ich schon auch irgendwie ein bisschen frech, ehrlich gesagt. Und ich frage mich manchmal, man verhandelt mit einem Manager von RB Leipzig, man verhandelt mit Ralf Rangnick, einer der besten Entwickler im europäischen Fußball. Weiß ich nicht, ob man da die Realitäten noch erkennt in diesem Verein. Den Eindruck habe ich nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Patrick, wie ist die Absage auf Schalke denn angekommen? Also die Absage von Ralf Rangnick natürlich. Ja, also grundsätzlich hat das schon viele überrascht auf Schalke, zumindest wenn man so ein bisschen auch Dr. Jens Buchter, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, zuhört. Der hat gestern hinter mir hier in der Weltdienstarena auf Schalke auch nochmal gesprochen vor dem Spiel gegen Gladbach, das ja wieder mal mit 0-3 in die Hose ging und hat gesagt, er war schon überrascht auch von dem Anruf von Marc Kosicke, vom Berater von Ralf Rangnick, war irgendwie auf dem Weg zum Tanken und musste rechts ranfahren. Also das hat Schalke schon ein Stück weit überrascht, das Ganze. Man muss das vielleicht noch mal ein bisschen von hinten aufdröseln. Ist ja ganz richtig, was ihr drin schon gesagt habt. Auch Alfred hat das sehr, sehr gut skizziert. Also es war ja tatsächlich so, dass es eben am Donnerstag dann dieses Treffen, dieses Gespräch gab. Dabei waren neben Buchter auch Herr Lange aus dem Aufsichtsrat, Marc Kosicke war da und auch Frau Rühl-Hamers, also die Finanzvorständin von Schalke. Und es ist auch ganz richtig, was Alfred gesagt hat, dass eben diese Gruppe, die ja gar kein Mandat hat, die eben den Herrn Gesenhus mit einbezogen hat, um die Pläne so ein bisschen weiter ranzutragen an den Club. Man hat da über gewisse Zahlen gesprochen, die man ein Stück weit dann auch nicht halten konnte. Also es wurde in dieser Gruppe eben gesagt zu Ralf Rangnick, dass man ein Budget von ungefähr oder ein Etat von ungefähr 35 Millionen hat. Jetzt hat Frau Rühl-Hamers ganz klar gesagt, 20 Millionen und dann müsste man natürlich auch gucken, was ist mit Spielertransfers möglich, welche Spieler können wir abgeben, wo können wir vielleicht noch Gehalt einsparen. Und das sind natürlich auch Bedingungen, unter denen Ralf Rangnick ganz so einfach dann nicht arbeiten kann, nicht arbeiten möchte. Auch die Personalie Dani Latzer, der wird ja zurückgeholt vom FSV Mainz.
Mainz 05, kriegt einen Zweijahresvertrag, ist 32 Jahre alt, ist ein Transfer, so wie man es gehört hat, den Ralf Rangnick nicht unbedingt gemacht hätte. Und was ihn vor allen Dingen massiv gestört hat, ist eben diese Indiskretion, die Intransparenz auch im Aufsichtsrat, dass viele Dinge auch immer wieder an die Öffentlichkeit getragen werden. Und deswegen hat man da vorzeitig gesagt, man möchte das nicht machen. Und nach unseren Infos ist es auch so, dass morgen kein Treffen mit Ralf Rangnick oder zumindest mit Marc Hosicke angedacht ist oder stattfinden wird. Und ja, die Tür eben so gut wie zu ist. Laura, du hast noch mal den Wortlaut der Absage von Ralf Rangnick. Genau. Ich hätte mich gerne eingebracht, um Schalke auf dem schwierigen Weg zurück zu alter Stärke zu helfen. Leider sehe ich mich aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten innerhalb des Vereins derzeit nicht in der Lage, die sportliche Verantwortung bei Schalke 04 zu übernehmen. Aber das ist ja das, was ich sagte. Die Unwägbarkeit ist ja das, dass die Gruppe, die ihm etwas in Aussicht gestellt hat, kein Mandat hat, also nichts zu sagen hat. Also nichts zu sagen hat, genau. Und eine Unwägbarkeit für Ralf Rangnick ist verständlicherweise auch, dass er in der nächsten Saison einen Mini-Etat hat. Man sagt ja immer, er sei ein Entwickler. Das ist er in der Tat. Aber er hat das könnte ja auch eine große Herausforderung sein. Aber er hat in Hoffenheim und in Leipzig, muss man ja sagen, nicht mit einem Mini-Etat arbeiten müssen. Ich sag's mal vorsichtig. Und da hat er sich das halt überlegt und hat gesagt, nein. Und ich finde, das ist ein ganz normaler Vorgang. Und jetzt muss diese Gruppe, diese externe Gruppe, das Geld, was sie in Aussicht gestellt haben und die Hilfe, die sie in Aussicht gestellt haben, ja mal auf den Tisch legen. Wenn es ihnen um Schalke geht, müssen sie jetzt das Geld auf den Tisch legen. Aber ich meine, im Grunde ist doch weder diese Gruppe noch Ralf Rangnick oder seine Ansprüche das Problem von Schalke 04, sondern da haben wir einen Verein, der 240 Millionen Schulden angehäuft hat, der den fünften Trainer hat in dieser Saison, der einen Aufsichtsrat hat oder Gremien hat, die sich in Machtkämpfe verstricken und Bürgerkrieg führen gegeneinander. Das ist doch das Problem des Vereins. Was mich überrascht, dass man in Schalke überrascht ist, dass Ralf Rangnick absagt. Ich meine, wir haben heute in der Sendung auch schon über Setup und professionelle Strukturen gesprochen. Der Mann hat in Hoffenheim gearbeitet, der kommt von RB Leipzig. Der ist doch anderes gewohnt und dem wird gerade ein Bundestrainerposten zumindest öffentlich offeriert. Der unterschreibt doch jetzt nicht in Schalke und fängt noch mal in der zweiten Liga gefühlt bei null an mit 240 Millionen Schulden. Also bin ich, also... Oder vielleicht mal eine ganz andere Frage. Warum... Oder ist es üblich heutzutage, dass der Ralf Rangnick dann nicht selbst mit am Tisch sitzt, dass das der Berater dann macht? Ich hätte ihn so eingeschätzt persönlich, weißt du, dass er, so wie ich ihn kennengelernt habe. Wobei das, was Alfred Draxler ja gesagt hat, das ist ja dann noch eine recht undurchsichtbare Konstellation gewesen. Und dass Schalke sicherlich eine Herzensangelegenheit für Ralf ist, ja, nachdem er schon zweimal dort Trainer war und auch erfolgreich Trainer war. So, und da hat er dann seinen Berater Marc Hosicke mal vorgeschickt, um dann sicherlich auch mal die Situation zu sondieren. Und ich finde völlig richtig, dass er sich da nicht noch selber an den Tisch gesetzt hat, um dann feststellt, dass das, was man ihm offeriert hat von Leuten, die dann halt kein Mandat haben, dann am Ende sich in Luft auflöst. Also daher war sicherlich zumindest mal das Sondierungsgespräch richtig, dass er das nicht selber führt. Ne? Und wenn das jetzt anders gekommen wäre, ne, dann hätte sicherlich Ralf dann auch die Gespräche dann mit selbst geführt. Ne? Mhm. Patrick, hat denn der Aufsichtsrat auch einen Plan B nach Ralf Rangnick oder C? Ja, tatsächlich. Ja, Plan B, C, D. Also ich denke mal, ein paar wird man in der Schublade haben. Man fängt aber jetzt ganz klar bei Null an. Man hat nach unseren Infos tatsächlich auch die Fühler rausgestreckt und auch schon Gespräche mit Markus Krösche geführt. Ich weiß nicht, ob Oliver Minzlaff das bestätigt hat oder bestätigen kann. Ist zumindest so, dass er jetzt auch ganz klar abgesagt hat und gesagt hat, er steht nicht zur Verfügung. Damit springt zumindest ein Mann, den man sich sehr gut hätte vorstellen können, im Aufsichtsrat ab. Man hat auch mal einen Draht gelegt zu Horst Held. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Das sind natürlich aber alles Lösungen oder Personen, die auch noch Verträge haben. Genauso Oliver Runert ist für viele Personen ein Wunschkandidat hier auf Schalke. Also jemand, der bei Union Berlin eine herausragende Arbeit macht, der ja die Schalke-DNA ein Stück weit in sich trägt. Aber alles eben Kandidaten, die noch unter Vertrag sind. Gibt ein paar Namen, die natürlich gespielt, gemunkelt werden. Rashid Azouzi oder Ruven Schröder. Aber klar, man fängt tatsächlich irgendwo wieder bei Null an bei dieser ganzen Geschichte. Und das ist nicht ganz so einfach, wenngleich Dr. Buchter gesagt hat, man wird schnellstmöglich eine gute Lösung präsentieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man vielleicht mit Peter Knebel das Ganze sogar über den Sommer hinaus weitermacht. Aber viele Fragezeichen, wie immer. Also ich kann da nur nicken, weil ich glaube, Schalke... Peter Knebel oder wo oder auch überhaupt. Peter Knebel, wer entscheidet denn überhaupt jetzt? Nein, aber die Schalker müssen sich jetzt erstmal darauf besinnen, dass sie in Zukunft zweite Liga sind.
Und dass dieses hohe Regal, von dem wir gerade gesprochen haben, für Schalke erstmal jetzt tabu ist. Sie müssen wirklich sich erstmal sammeln, müssen wieder eine Einheit bilden und versuchen, im nächsten Jahr zumindest oben mitzuspielen. Wie schwierig das ist, hat der HSV ja gesehen. Die ganz großen Namen wie Ralf Rangnick sind, glaube ich, nicht zu erreichen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Peter Knebel, der es jetzt kommissarisch macht, über die Sommerpause hinweg auch im nächsten Jahr macht. Ich könnte mir das vorstellen. Es wurde verhandelt mit Herrn Krösche. Das hat sich jetzt auch durch dieses ganze Theater unter anderem dadurch auch zerschlagen. Mhm. Und irgendwann wird man sagen, wir haben hier Herrn Knebel sitzen. Warum wollen wir nicht weitermachen mit ihm? Patrick, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder an dieser Stelle. Kann das sein? Länderspiel. Wahrscheinlich. Wir gucken mal. Stimmt, das Länderspiel. Entschuldigung, übernächste Woche. Habe ich mich natürlich vertan. Patrick, danke. Mach's gut. So, jetzt wollen wir uns noch um ein Thema gleich ganz kurz kümmern. Schauen Sie mal, gestern in Rostock in der dritten Liga. Siehe da, wieder Zuschauer. Wie das funktioniert hat, wie es dazu kam, gleich bei uns. Nach uns wie immer Pur Landstein, Jochen Stutzki, Ihr Gastgeber. Jochen, was hast du denn heute wieder alles im Programm? Noch einmal zurück beim Check 24 Doppelpass. Und das ist ja nicht das Einzige, was heute auf Sport 1 läuft, Laura. Jede Menge Sport. So wie Sport 1 eben den Namen hat, so gibt es das auch heute. Also Basketball-Bundesliga zum Beispiel ab 15 Uhr zu sehen. Fraport Skyliners gegen Alba Berlin. Dann haben wir auch noch die DEL im Angebot. Also jede Menge Eishockey ab 17 Uhr. Dann Augsburg gegen Berlin. Nicht zu vergessen die zweite Liga. Die Highlights gibt es ab 19.30 Uhr hier bei uns bei Sport 1 zu sehen. Und dann ab 21.45 Uhr nach der Winterpause sozusagen wieder zurück. Das AVD Motor- und Sportmagazin zu Gast dann Bernie Ecclestone. Also mal gucken, was der ältere Herr zu berichten hat über die Formel 1, die ja nächste Woche wieder losgeht. Gut, dann schauen wir noch mal in die dritte Liga. Gestern in Rostock im Heimspiel 777 Zuschauer. Macht dir das ein bisschen Hoffnung, dass es auch bald wieder bei euch oder in der Bundesliga funktionieren kann? Hygienekonzepte gibt es ja. Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, sonst. Nee, komme ich nachher noch in die Situation, dass ich mich wie Hansi Flick dann noch entschuldige. Wobei ich finde, er hätte sich da gar nicht entschuldigen müssen, als er mal gesagt hat, dass Herr Lauterbach alles kommentieren muss. Kann ich ihm nur beipflichten. Und ja, alles, was ich jetzt sage, dafür kriege ich dann später, dann kriegen wir dann auf die Fresse. Deswegen halte ich dann doch eher den Mund, weil Fakt ist, dass die Bundesliga letzte Saison 1,41 Milliarden an Steuern gezahlt hat, dass wir alles natürlich versuchen, um letztendlich dann auch wieder zurückzukommen, auch natürlich zu Bildern, wo wir dann halt auch wieder Fans im Stadion haben, dass natürlich der Föderalismus und auch die Regeln, die wir dann doch so unterschiedlich erleben, gar keiner mehr durchblickt und es auch mittlerweile auch für uns mühsam ist, immer wieder mit neuen Konzepten und mit durchdachten Konzepten. Und die Bundesliga hat es ja trotz einiger Fälle, die passiert sind, jetzt in über einem Jahr gezeigt, dass natürlich Hygienekonzepte funktionieren und dass es nicht zu einem Ausfall gekommen ist. Ja, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, ist sehr, sehr, sehr ermüdend. Und daher hoffe ich, dass alle anderen, so ähnlich wie die Bundesliga, auch ihre Hausaufgaben machen, insbesondere in der Politik. Und wir dann halt auch irgendwann natürlich glücklicherweise dann wieder die Tore öffnen können und dann auch wieder Fans im Stadion haben. Also, wir wünschen uns das auf jeden Fall alle und ich finde das ein wunderbares Schlusswort für heute. Hast du eigentlich einen Jungen oder ein Mädchen bekommen? Das habe ich dich gar nicht gefragt am Anfang. Ein Jungen. Siehst du, und wie gesagt, wenn es schlaflose Nächte gibt oder er nicht einschlafen will, ich habe hier was für dich. Du kannst mir was vorlesen aus unserem Doppelpassbuch. Ja? Alles klar, also, probiere ich heute Nacht. Ne? Alles Gute, vor allen Dingen viel Gesundheit. Oliver, vielen Dank, dass du da warst. Wir freuen uns natürlich auf das Topspiel dann am Osterwochenende. Ja, und man kann sonst noch gratulieren bisher zu der ganzen Saison. Danke an euch. Vielen Dank. Ich lese dir da mal hin. Und wie immer sind wir am Ende der Sendung. Wir stoßen an, dass wir alle gesund bleiben. Schön, dass Sie dabei waren. Danke, Nino. Und machen Sie es gut, jetzt viel Spaß mit Pur Landstein und dem ganzen Sport1-Programm, was Laura eben uns alles erzählt hat. Laura, danke. Bis dann. Prost. Tschüss.